Hallo, ihr Mullemäuse und Landvogts. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Kino Plus. Und heute ist es endlich soweit. Ich sitze hier mit zwei bärenstarken Typen und wir reden über zwei weitere bärenstarken Typen, die unser Leben so sehr geprägt haben wie viele große Duos in der Filmgeschichte. Neben Dick und Doof, Bernhard und Bianca, Arnold und der Predator, Baby und Johnny. Aber heute geht's ja um die beiden. Carlo Pedersoli und Mario Girotti, alias Bud Spencer und Terence Hill. Und dafür habe ich mir zum einen Thilo Gosi-Johann und zum anderen Sean David hier ins Studio geholt. Wir haben es ja schon mal angekündigt und jetzt ist es endlich soweit. Und nur kurz, Freunde, ihr wisst gar nicht, was das jetzt hier ist, glaube ich. Also für euch ist diese Bedeutung, oder beziehungsweise für euch ist es eine andere Bedeutung als für mich noch. Denn dieses Spezial, das schwebt schon wirklich, ich glaube, seit Entstehung dieses Formats im Raum. Ja, und das ist noch länger. Das macht jetzt voll den Druck, jetzt dürfen wir auch nicht versagen, oder was? Hey, und ich versuche nur für mich jetzt gerade, mich so ein bisschen emotional von der Seele zu reden, weil ich bin auch hypernervös so. Ich möchte, dass das anständig wird. Ich hatte echt schon Panik, ne? Ich war am Wochenende bei dir in Düsseldorf gewesen, wir haben zusammen Karate Tiger im Kino gezeigt, so. Und ich habe zu dir vorher schon gesagt, fuck, ich werd krank. Mhm. Und ey, Sonntagabend, ich komme zu Hause nach Hamburg, ich komm an und ey, wirklich, ich war so am Ende. Und dann geht's halt los, ne? Dann kommt dann die Rotze und die Kopfschmerzen und die Halsschmerzen, Husten. Und ich dachte, nee, das kann jetzt nicht sein, dass nach 10 Jahren, nachdem du es schon so oft geplant hast irgendwie und so oft alles irgendwie wieder schief gegangen ist, dass es jetzt schon wieder irgendwie torpediert wird. Aber nein, wir halten hier durch, wir haben uns extra ein paar Bohnen reingeschaufelt und ordentliche Bierchen gezischt und keine Ahnung. Es ist halt kein neutrales Thema irgendwie. Nein, nein, nope. auf gar keinen Fall. Und um das einmal auch irgendwie ein bisschen zu vermitteln, warum das kein neutrales Thema ist, sondern weil das wirklich eine Herzensangelegenheit ist, wollen wir hier am Anfang einmal kurz so ein bisschen abhandeln, wer sind die beiden, wie kam es eigentlich zustande, wie kam vor allem der Boom zustande und vor allem, wie hat sich dieser Boom dann über die Jahre hin ausgewirkt. Dann wollen wir einmal festhalten, was gehört zu einem wirklich guten Bud Spencer und Terence Hill-Film dazu. Also was sind die Zutaten? Da freue ich mich am meisten drauf tatsächlich. Da habe ich mir die ganze Zugfahrt Gedanken drüber gemacht. Mhm. Deswegen, das wird interessant, auch was ihr seht, einfach um zu sehen, ob wir dasselbe Rezept für dieses Meisterwerk sehen. Aber gut, ich bin mal gespannt. Ja, ich auch gespannt. Du. Also wie gesagt, wir haben hier eine Tafel, da werde ich dann halt alles festhalten. Mhm. Ich denke mal auch, dass wir es gibt so bestimmte Großpunkte oder Kernpunkte, aber die sind ja nochmal aufgegliedert. Mhm. Ja? Also eine Schlägerei ist ja nicht einfach nur eine Schlägerei. Nein. Die muss man unterteilen. In Kategorien. Das zum einen, aber auch in Abschnitten. Also was in einer Schlägerei enthalten sein muss, um eine wirklich gute Bud Spencer und Terence Hill Schlägerei zu sein. Ja, und dann wollen wir uns noch einmal natürlich dann auch damit beschäftigen, was sind unsere persönlichen Highlights. Also wir haben jetzt mal versucht, das Ganze auf Top 5 runter zu dampfen, was wirklich schwierig war, aber da kommen wir noch zu. Und dann über die noch mal ein bisschen zu sprechen. Und ja, der kleine Wermutstropfen direkt zu Beginn. Aber ich hoffe, der macht dann halt nach dieser Folge umso mehr Sinn, beziehungsweise umso mehr Lust auf eben eine weitere Gelegenheit. Wir wollen uns heute vor allem auf die Duo-Filme konzentrieren. Ja, die haben 18 Filme zusammen gemacht. Nicht alle 18 waren wirklich nach dem Muster, wie wir sie eigentlich gerne mögen oder lieben. Das waren eigentlich nur 14. Mhm. Aber sie haben halt 18 zusammen gemacht. Auf 4 werden wir wahrscheinlich eh nur kurz eingehen. Den einen ganz genau. Und dann aber halt, wie gesagt, soll es vor allem um die 14 gehen, die unsere Jugend so geprägt haben. Obwohl wir alle noch nicht auf der Welt waren, als sie zum ersten Mal auch vor der Leinwand standen. Ne? Also oder du war da, glaube ich, 20 oder so. Nee. Es gibt ja die drei, diese Trilogie aus den 60ern, diese Italo-Western. Genau. Die waren für mich auch lange ein diffuser Nebel. Ich musste mich damit erstmal irgendwann, ich habe es vor 2 Jahren, glaube ich, bin ich es mal angegangen, habe ich gesagt, wieso kenne ich die eigentlich nicht? Ich muss jetzt das mal konkret mir vor Augen halten. Es ist aber auch dann schwierig, ne? Das war 1967. 1967 kam der Regisseur Giuseppe Colizzi auf Terence Hill zu und hat gesagt, pass auf, ich brauche einen Ersatz für meinen für eine Hauptrolle in, wie heißt der? Gott vergibt Django Nie.
Das sollte doch heißen, der Hund, die Katze und der Fuchs. Ja, und das Ding ist ja, er wurde... suchten sie halt, weil Peter Martell hatte sich, glaube ich, den Fuß gebrochen. Genau, das war ganz kurz vorher, ne? So eine Übernachtgeschichte irgendwie. Und da gibt es keine genauen Angaben. Er hätte sich mit seiner Freundin gestritten und sich dabei den Fuß poliert, also der Martell. Ob der irgendwo gegengetreten hat, man möchte es gar nicht so genau wissen. Also die beiden selbst auf ihrer Webseite sagen nur, er hatte einen häuslichen Streit. Aha. Und deswegen war er halt nicht in der Lage, an dem Film teilzunehmen. Also ein bisschen Gigolo war er ja damals. Ich habe ihn auch schon in anderen Rollen gesehen. Und aber du, was die spielen und was sie wirklich sind, das wollen wir hier außen vor lassen. Das genau. Wissen wir ja nicht. Aber es war Das war das Glück für Terenz. Genau, das war das Glück für Mario in dem Moment noch. Denn Colizzi hat erkannt, er und Carlo Pedersoli haben eine wirklich gute Chemie vor der Kamera. So, und hat das dann halt direkt in zwei weiteren Filmen, 4 für ein Ave Maria und Hügel der blutigen Stiefel, nochmal, ja, in Szene gesetzt. Das Problem ist dann aber auch bei diesen Filmen, Gott vergibt Django nie, wurde dann halt nochmal auf lustig synchronisiert, nachdem die beiden halt mit ihren lustigen Western Erfolg hatten. Der heißt dann jetzt 2 vom Affen gebissen. Habe ich nie gesehen übrigens. Also diese Version. Die lustige Version. Ich kenne nur die ernste Version. Okay, ja tatsächlich, wenn ich überhaupt mir die nochmal angucke, dann wirklich die lustige Version. Aber das ist auch schon 15 Jahre her. Ich klammer die immer so ein bisschen damit, für mich immer ein bisschen aus. Ich bin auch mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich mir immer halt dieselben 10 Bud Spencer und Terence Hill Filme halt angucke. So, ich habe jetzt so meine 10 Go-To, manche ja auch nicht ewig Zeit, ne? Deswegen, man weiß ja, was man an gewissen Filmen halt hat. So, und die ersten 3, schön, dass es sie gibt und gibt auch bestimmt immer noch eine große Fanbase dafür. Gucke ich mir aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so an. Nee, das ist genauso wie ein Film wie Freibeuter der Meere. Ja. Es ist ja interessant, dass der erste wirklich der beste ist, finde ich, von den ersten 3. Der Django. Der Django, ne? Und der zweite, der kratzt dann schon eigentlich an diesem Duo. Der hat diese Elemente drin. Ich meine, wir haben Eli Wallach, der dann die Hauptrolle spielt. Und die beiden sind ein bisschen nebendran. Aber ich finde, dass der schon ganz viel macht von den späteren Comedy-Sachen. Und dann im dritten, da lässt was wieder komplett fallen. Hügel der blutigen Stiefel ist dann so, spielt im Zirkus und ist für mich sowieso der schwächste von diesen 3 Western. Heißt und auf Deutsch oder in der Comedy-Fassung 2 hauen auf den Putz. Ja, die habe ich auch, aber die habe ich tatsächlich noch nicht. Doch, ich habe mal hin und her geskippt. Ja. Ja, aber ich mag den Film insgesamt nicht so dolle. Ich guck dann halt lieber einen von den 10, die du dann auch sagen, wenn man so viel Gold hat, weißt du, warum sollst du dann zu Silber runtergehen? Warum willst du dann Hügel der blutigen Stiefel? Ja. Ich muss auch sagen, also die 3 verwischen oder verschwimmen für mich so. Das ist ein Brei. Ja, das ist die Vorphase, da waren sie noch nicht so dabei. Und genau, wie du es eingangs gesagt hast, für mich geht das eigentlich los mit dem Film 14, beziehungsweise Film 1 ist für mich dann immer irgendwie die rechte und die linke Hand des Teufels, weil der ja schon so ein bisschen konzipiert war, die beiden dann als Stars. Ich meine, sie haben bei dem ersten Django, haben sie schon direkt diese Szene, soll angeblich auch die erste Szene gewesen sein, die sie gedreht haben, an diesem Baum, wo sie sich aufs Maul hauen. Da ist das auch schon irgendwie da. Da hast du auch schon gemerkt, da ist mehr als einfach nur 2 Leute, die miteinander irgendwas machen. Ne? Ja. Also, und insofern, gut. Und das Lustige ist halt, aber Carlo und Mario sind sich ja schon vorher begegnet. Die waren zusammen im gleichen Schwimmverein, ja, wo Bud Spencer damals, also Carlo, noch der Vorzeige, sag ich mal, Schwimmer war. Ja, komplett weiß. Anders aussah, den du danach irgendwie niemals wiedererkannt hast. James Bond. Aber sieht aus wie Sean Connery, aber oder? Ultra hübsches Gesicht, mega Body und so weiter. Und wenn du dann später siehst, als mir irgendwann in den Anfang 2000ern jemand diese Schwimmbilder gezeigt hat und mich gefragt hat, wer ist das? Ja. Ich hab das nicht sofort gerafft, dass es Bud Spencer ist. Nee, erkennst du auch nicht unbedingt so, ja. Olympia war nie so sein Ding. Er hat zwar an den Olympischen Spielen teilgenommen, aber hat da nie wirklich was geholt, aber war italienischer Landesmeister. Und war, wenn ich. Mannschaftssport, ne? Genau. Ja. Und wenn ich jetzt, also, man liest halt vieles, ne? Es gibt natürlich viele Bücher und jeder hat seine eigene Anekdote, die er nochmal irgendwo aufgeschnappt hat und so weiter. Aber wenn ich es jetzt mehrfach gelesen habe, dann gehe ich mal davon aus, er wird immer wieder als derjenige bezeichnet, der in Italien die 100 Meter unter einer Minute geschwommen ist. Richtig, genau. Und dann hat er irgendwann vor 15 Jahren oder so mal ein Interview gegeben, von wegen, dass er der schnellste Italiener war zu der Zeit, aber dass zu der Interviewzeit, lass es 2012 oder was weiß ich wann gewesen sein, hat er gesagt, von wegen, das überbieten Frauen halt heutzutage. So, also das hat er gesagt. Ja, nee, ist nur ein Zitat. So, aber
so wie er auch da über den Schwimmsport gesprochen hat, ich glaube, der war halt echt froh, dass sein Leben dann so eine andere Richtung eingeschlagen hat. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, bevor ich es vergesse, vorhin, als du uns vorgestellt hast mit zwei bärenstarken Typen, ne? Nur meine Ehrfurcht vor diesen beiden, ne? Mir ist sofort unwohl geworden, weil das für mich so Majestätsbeleidigung, so deren Namen so auf uns so rüber zu stülpen, ne? Also nur, dass ihr Bescheid wisst, ich habe das, glaube ich, erst ein einziges Mal in einem Interview gesagt, bevor ich umgezogen bin vor 3 Jahren, hatte ich ein Haus in Neuss und ich hatte ein Zimmer, wo ich eine komplette Wand mit Graffiti mit dem Gesicht von Bud Spencer und Terence Hill hab machen lassen. Weil mir alle meine Freunde abgeraten haben, mir einen Bud Spencer und Terence Hill Kopf auf den Rücken zu tätowieren. Da hab ich gesagt, aber irgendein Dankeschön muss ich den beiden ja geben. Da hab ich gesagt, ja komm, dann kriegen die bei mir im Haushalt eine Riesenwand. So, ich glaube, der Mensch, der mir das Haus abgekauft hat, hat es leider weggemacht. Aber ja, ich wollte das halt nur sagen, dass das halt für mich mehr als nur Helden sind, Terence Hill. Und ich bin auch sofort fertig. Terence Hill ist für mich der coolste Mann, der je gelebt hat. Wie kann man so gut aussehen und so lässig sein, wenn man so dreckig ist und trotzdem einfach dieses Parade-Mannesbild sein? Der Typ ist einfach für mich das Coolste, was es je gegeben hat. Und Bud Spencer ist für mich der stärkste Mann. Also der kann in jedem Dragon Ball-Universum alle platt machen. Ich liebe diese zwei. Das sind wirklich für mich so die größten, ich glaube sogar echt die größten Helden meiner Kindheit. Kannst du dich an den ersten erinnern, wann du das erste Mal einen Film von denen gesehen hast? Also ich weiß, meine allererste Erinnerung habe ich noch völlig präsent. Das ist eine der ersten Filmerinnerungen, die ich habe als junger Mensch. Ja, der erste, den ich tatsächlich gesehen habe, war das Django, wo die sich unterm Baum verprügeln, was du gerade gesagt hast? Ja. Das war der erste, den ich gesehen habe. Ach, was? Ja, ja. Fand ich nicht gut. Wo lief der denn im Fernsehen? Ich meine, der lief im Fernsehen. Das muss aber so 92 oder so gewesen, also noch relativ früh. So, dann konnte ich halt nichts damit anfangen. Und ich weiß noch, da auf dem Schulhof haben alle mal drüber geredet von, ja, Bud Spencer und Terence Hill. Sag ich, da wer ist Buck Spencer und Terence Hill? Ich dachte auch immer, der heißt Bud. Ja, Buck bei uns. Bud Spencer, also mit B, Benzer. Bud. Ja, als Kind immer aber, so. Aber Spencer. Ich kenne ihn, bevor ich schreiben konnte. Und deswegen. Ja. Aber schön, dass wir dann nicht die Einzigen so waren. Sondern habe ich das geguckt und habe gedacht, okay, krass. Deswegen, das war für mich gar nicht so das Highlight. Das Zweite, was ich gesehen habe, und das war auch das, was mich so wirklich dann so umgewonnen hat, war tatsächlich Vier Fäuste gegen Rio. Gegen Rio. So, und das ist der in Brasilien, ne? Ja, ja, ja. So, und der hat mich dann mir die Kurve gekriegt. Ja. So, und deswegen, ja, habe ich dann meinen Man-Crush für die beiden dann entwickelt. Weißt du, was dein erster war? Also, ich als Kind der 70er bin aufgewachsen mit den Filmvorschauen von den beiden. Ja. Ganz konkret erinnern kann ich mich auf jeden Fall an zwei erste Trumpfen auf, den Trailer und diverse Solo-Filme. Und es hat so eine Magie, die dich als Kind schon anspricht. Und du denkst, du musst irgendwann dahin, dass du das mal sehen kannst und wirst. Und ich glaube, der erste Film komplett müsste dann eigentlich Zwei bärenstarke Typen gewesen sein. Also da war ich schon ganz mit meinem Kumpel ganz konkret zum Kino hin gefahren worden von unseren Eltern und haben dann Zwei bärenstarke Typen geguckt und war auch begeistert. Jetzt kann es natürlich sein, dass irgendeiner im Fernsehen vorher war. Aber es gab ja damals diese großen Einkäufe von ARD und ZDF. Mhm. Und das ZDF hat Europa gekauft, das ARD hatte die ganzen Bond-Filme gekauft. Also vorher, muss man sagen, war ein bisschen Wüste im deutschen Fernsehen. Das war schön für uns als so Cineasten, sagen wir mal, Entwicklungshilfe, dass du alle Klassiker vorher gesehen hattest, weil nichts anderes kam. Aber man wollte auch mal was Neues gucken. Ne? Mhm. Und dann haben die gekauft. ZDF in Europa, ARD, MGM. Und dann kamen die ins Fernsehen. Ich meine, das muss dann wahrscheinlich so 84 gewesen sein, weil der erste Bond lief auch 84. Und deswegen war es wahrscheinlich Zwei bärenstarke Typen. Und deswegen mag ich den auch bis heute. Ich weiß, dass es nicht der Beste ist, aber er ist auch nicht der Schlechteste. No, das ist glaube ich, so schwer zu sagen. Ja, ja. So, was ist jetzt der Beste? Ich habe, und das fand ich noch mal so interessant zu sehen, ich habe ja noch mal ein bisschen recherchiert, einfach mal zu gucken, so okay, wie beliebt sind denn welche Filme? Und ich habe, glaube ich, man kann es ja gar nicht eine Franchise nennen, aber ich vergleiche es jetzt mal mit einer Franchise. Selten habe ich in Top-10-Rankings oder Top-5-Rankings so komplett unterschiedliche Meinungen gesehen wie bei den beiden. Also ich glaube, du wirst da sehr, sehr, sehr schwer 5 Leute nebeneinander finden, die auch nur im Ansatz
ein ähnliches Ranking haben. Naja, aber jetzt sag mal so. Die ersten zwei und die letzten zwei, die sind meist gleich. Also wenn ich jetzt so ungefähr Pi mal Daumen. Wenn ich jetzt unsere drei Top Fives jeweils angucke, ja, dann muss ich schon sagen, sind wir schon sehr dicht beieinander. Ja. Wir haben vielleicht, glaube ich, im Maximum zwei Unterschiede. Ja. So, aber ich glaube, wir unterscheiden uns fast immer nur auf einen Film. Okay, das finde ich sehr interessant. Ach du, wie krass ist das denn? Das ist okay, ja gut. Okay. Deine Top 5 weiß ich ja noch gar nicht. Ja, jetzt. Das wisst ihr noch nicht. Gut, aber habt ihr denn jemals, weil das ist das Ding ja, die beiden standen schon im gleichen Film vor der Kamera, aber nicht zusammen vor der Kamera. Ja, Hannibal. Das war 1960 ein Film namens Hannibal, ein Historienschinken. Habt ihr den mal gesehen? Nein, aber ich habe jetzt auch erst vorgestern, weil ich wusste, wir nehmen das hier auf, habe ich mir bei YouTube diese beiden Auftritte mal angeguckt. Und es sind immerhin Sprechrollen, beides, ja. Also, sie haben sehr kurze Auftritte, aber sie haben eine Rolle mit einem Namen. Ja. Beide. Ich weiß noch, ich hatte einmal mitbekommen, ich glaube, das war im ZDF, da kamen ja dann auch immer die Nibelungenfilme. Ja. Kamen ja einmal. Und ich glaube, Terence Hill hat ja einen Auftritt in dem einen Nibelungenfilm. Genau. Ja. Und da habe ich mich immer gefreut, als der dann kam, weil ich gewusst habe, ey, guck mal, den kenne ich. Ja. Guck mal, den kenne ich. Ja. Und auch bei Karl May war er ja immer dabei. Ja, das wollte ich gerade fragen. Mario Girotti bei dem Winnetou-Film, ne? Unter anderem. Stand in der Hör zu dann immer, und als Mario Girotti, oder sie sehen dann Terence Hill, bevor er Terence Hill meint. Da stand in der Hör zu immer so als Fußnote, damit man wusste, das ist Terence Hill eigentlich, nicht? Ja. Da muss man vielleicht, kann man einen kleinen kurzen Einschub machen, was das überhaupt, sag ich mal, in Sachen Western ja eigentlich für eine Entwicklung war, die wir hier erlebt haben. Ne? Denn man muss ja sagen, der Western groß geworden in Amerika mit den edlen Figuren, die halt den Tag zu einem glücklichen Ende bringen, das ging eine ganze Zeit lang gut mit den strahlenden Helden, aber dann wurde es auch schon weniger. Dann wurden die Helden plötzlich so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen schmutziger. Und dann kamen unter anderem dann auch Filme, die das ganze Thema mal ein bisschen in Frage gestellt haben, wie unter anderem Der Mann, der Liberty Valance erschossen hat oder schoss. Das war dann so 1960. Und da war da aber auch schon in Hollywood so das gängige Bild, dass der Western eigentlich zu Ende ist. Ja, also, dass es jetzt wirklich runtergeht. In Hollywood. In Hollywood. Kam da aber nicht noch die ganzen Clint Eastwood-Schinken noch? Ja, und das ist ja das Spätwestern. Das ist ja das Ding. Und dann, ja gut, du meinst die italienischen jetzt. Nee, ich meine schon die. Nee, du hast recht, das sind auch die italienischen. Ja, genau, du hast recht, das passt genau da rein. Als der Western in Amerika so wirklich eher im Brach lag, so Anfang der 60er, sage ich jetzt mal, bis in die 60er rein, kam plötzlich Sergio Leone um die Ecke und hat mit für eine Handvoll Dollar etwas idolisiert oder romantisiert und gleichzeitig aber auch irgendwie eine ganze Ecke schmutziger gemacht, als es die Amerikaner jemals gemacht haben und hat damit plötzlich dem Western nochmal einen neuen Boom verschafft. Mhm. Aber halt dann auch vor allem in Italien, als dann halt wirklich diverse Klone, Kopien, was weiß ich, Blaupausen von eben dem berühmten Spaghetti-Western in Szene gesetzt worden sind. Ja, die sahen auch alle sehr, sehr, sehr gut aus. Also ich fand die immer von der Cinematography immer sehr, 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 also optisch sehr, sehr ansprechend. Ich mochte auch die italienischen Western immer mehr als die Amis. Also als die Ami-Version. Härter, dreckiger, ja, also die hatten schon, finde ich, also die haben es besser gemacht als die Amerikaner, finde ich. Ey, also sie hatten auf jeden Fall halt einfach diesen rotzigen Anstrich und dann halt auch immer diese geilen Schüsse, diese hochquietschenden, peitschenden Schüsse, die die Amerikaner gar nicht so benutzt haben vom Sound her so, ja. Und es war halt alles eine Spur unangenehme, würde ich jetzt mal Morricone. Morricone. Ja, aber auch dann halt Corbucci, ne? Also ich meine, dann kam ja Django und so weiter und so fort. Also der italienische Western hat ja eine Härte an den Tag gelegt, mit Ohren abschneiden und so weiter. Das haben die Amerikaner ja nicht gemacht. Beziehungsweise, was ja auch so ein Fakt war, mit Leuten, die in einer Szene oder beziehungsweise in einem Bild eine Knarre abdrücken und Menschen, die von dem Schuss dieser Knarre getroffen werden, umfallen. Mhm. Das war ja auch lange Zeit in Amerika einfach nicht das Thema, dass man in einem Bild zeigt, wie jemand erschossen wird. So, ja? Und das war halt dann noch mal so eine zweite Welle des Western. Aber irgendwann hat man auch festgestellt, immer die wortkargen, staubigen, dreckigen, harten, ist irgendwie auch nicht so geil. Und dann kam der Kameramann. Du meinst jetzt Ebi Kluscher, ja, der hat Kamera bei Django gemacht. Genau, oder, ne? Der Kameramann Enzo Barboni. Oder und der kannte ja beide von diversen Drehs. Genau. Und dachte sich, die funktionieren doch ganz gut.
und hat jetzt ein Projekt gehabt namens Die linke und die rechte Hand des Teufels, was er versucht hat, schon vorher versucht hat, vergeblich irgendwie mal an den Start zu bringen. Und keiner wollte es ihm irgendwie abnehmen, weil alle gesagt haben, das geht nicht, da wird nicht geschossen, da gibt's keine, da wird's zu viel geredet drin und was weiß ich. Das können wir alles nicht machen. Und ja, dann kamen Bud Spencer und Terence Hill. Und mit den beiden hat er dann das Ganze in Szene gesetzt. In einem kleinen italienischen Tal. Ja, es war nicht wirklich viel Geld involviert. Ich finde auch, der linke und die rechte Hand des Teufels sieht immer so ein bisschen fernsehmäßiger aus. Ja, als ist halt schmutzig. Das stimmt. Aber atmet noch, sagen wir mal, so ein bisschen die Schwere und auch noch eine Prise der Härte des Italo-Westerns. Also ist auf jeden Fall noch ganz klar zu spüren, der Italo-Western ist die Grundlage. Alle spielen ja auch total ernst. Mhm. Alle spielen Italo-Western. Die beiden spielen eigentlich auch ernst. Sie sind nur heitere Typen. Mhm. Und sie brechen dann aus diesem Gefüge aus, ja. Und sie brechen dann das Schema auf. Und also man muss ja auch sagen, dass in dem ersten Film, wenn wir den jetzt mal als ersten bezeichnen und nicht die drei beziehungsweise vier davor, also Hannibal will ich gar nicht mitrechnen, da sieht man ja auch, dass Terence Hill auch unter Umständen mal noch wen umnietet. Ja. Und die Eier wegschießt. Die Eier wegschießt. Und am Anfang diese beiden Typen, die den armen Mexikaner da festgesetzt haben, die schießt er ja so Lucky Luke-mäßig. Naja, das ist so gut. Ne? Das ist so gut. Ich weiß auch nicht, ob er nicht allgemein vielleicht doch ein bisschen von Lucky Luke beeinflusst war, selbst bei der Kreation dieser. Er hat ihn später gespielt. Aber es gab ja Lucky Luke schon zu dem Zeitpunkt, weißt du? Die Comics gab es ja. Ey, wer weiß. Die Hände oder das Ei, ne? Was ich mich bei dem Film mal gefragt habe, da gibt es ja die Szene, wo Bud Spencer den Mexikaner irgendwie so hochhebt, ne, und irgendwo draufsetzt, ne? Mhm. So, ist der wirklich so stark gewesen, dass er einfach ein Mann. Ja. Weil du siehst in seinem Gesicht ja auch keine Anstrengung oder sonst irgendwas, sondern so, ja. Und das ist auch bei zwei außer Rand und Band, wo diese Frau in die Motorhaube guckt. Ja. Und gut, das ist so ein bisschen hot sexistisch, aber er packt die so an die Beine und stellt die so weg, als wenn es nichts wäre. Ja. Und dann denke ich so, naja, aber das, da würde ich so. Ne? Ah, ist so gut. Ich wollte gerade sagen, es ist einfach so gut. Es ist so gut. Also es ist schon ein Meisterwerk, dieser Film. Ja. Hat 1971 dann auch wirklich eingeschlagen. War in Italien einer der erfolgreichsten Filme ever. Mhm. Ja. Und auch hier bei uns in Deutschland, muss ich sagen, war es echt, das ging gut ab. 6,1 Millionen, nee, warte mal. Ja, doch, und dann 6, inzwischen sind es 7 Millionen. Ja, weil der nochmal wieder aufgeführt wurde, 80, 81. Viel zu wenig. Also hätte für mich auch der erfolgreichste Film im deutschen Kino. Ich finde, und du hast gerade etwas gesagt, und da, ich weiß, das kann nicht jeder nachvollziehen, der sich nicht wirklich intensiv mit diesen beiden beschäftigt hat. Aber ich sage das bis heute, und ich meine es zu 100% ernst, das, was die beiden gemacht haben, ist für mich Kunst. Wenn du, und das ist für mich immer als Cineast auch so ein Qualitätsmerkmal, wenn du es schaffst, etwas zu kreieren, was dein eigen ist, was du über mehrere Dekaden durchziehen kannst und was selbst dann, wenn du schon lange aufgehört hast, immer und immer und immer wieder anguckbar ist, dann ist das Kunst. So, und ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte diese Diskussion vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, wo ich dafür belächelt wurde, von wegen, das ist doch doof, die hauen es doch nur die ganze Zeit. Ja, aber dann hast du das nicht verstanden, was da alles gut dran ist. Das ist halt nicht eben nur hauen, das ist so ein Mini-Teil von dem, was diese Filme ausmacht. Und du hast es gerade gesagt, für mich ist das auch ein absolutes Meisterwerk. Einer der besten, einer der besten Western aller Zeiten, für mich einer der unterhaltsamsten Filme aller Zeiten, einer der, den ich mir am meisten angucken kann aller Zeiten. Also ich gehe da mit dir d'accord mit dem Kunstbegriff. Es ist aber Kunst, die nicht als solche konzipiert war, sondern die entstanden ist, ohne dass es jemand, glaube ich, wirklich erwartet. Richtig. Weil diese Chemie zwischen den beiden trägt ja alle Filme. Genau. Auch die Schwachen. Ja. Und zunehmend, da kommen wir auch noch dazu, merken wir auch, dass Drehbuch und Regie die beiden auch manchmal alleine lässt. Und dass trotzdem immer noch ein Werk entsteht. Ja. Selbst wenn man es so filmtechnisch als misslungen bezeichnen muss, dass immer noch ein Film entsteht, der dich unterhält. Und das liegt an den beiden. Ja. Also, weil du kannst die Chemie auch nicht kopieren. Nee. Auch das wurde kopiert. Haben wir gesehen, dass es versucht wurde und ja. Margareti hat 73 schon den ersten zwei Volltrottel in Hongkong
Nee, kannst du dir nicht angucken. Da spricht auch den einen Hess und so. Und dann, das kannst du dir nicht angucken. Das ist so peinlich. Auch, weil Engel essen Boden. Ne? Da sollte ja Hill eigentlich auch ursprünglich mitmachen. Der war dann ja in Nobody, sag ich mal, verpflichtet oder verhaftet. So, dass es dann hier Giuliano Gemma wurde. Aber der das gut macht, finde ich. Der macht gut, aber es ging halt nicht, es war nicht das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. Oder dasselbe. Ja. Es war nicht mal dasselbe. Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Ja, das hätte man klar gerne mit Terence Hill gesehen, aber Giuliano Gemma kann man keinen Vorwurf machen. Nein. Er holt schon eine Menge raus dann. Ja, aber wie gesagt, es braucht halt den einen. Also, genau. Also dass die beiden so eine, wie gesagt, sie haben ja ursprünglich auch geklaut bei Laurel und Hardy und haben immer gesagt, sie hätten Laurel und Hardy genommen und die Charaktere vertauscht. Dass der Dicke der etwas dümmere ist und so. Ja, aber und die haben trotzdem ganz, ganz viel von ihrer eigenen, von sich selber. Gar keine Frage. Es sind eigene Figuren dabei dann entstanden. Ja. Das war, ich bin sofort fertig. Zum Beispiel, wenn du dir Terence Hill als Komplettpaket einfach mal anguckst, was er als Schauspieler, als Gesamtwerk mitbringt, ne? Der sieht gut aus, kann schauspielern, ist mega athletisch. Ich habe das Gefühl, immer wenn du den siehst, wenn er irgendwas im Film machen soll, der hat ja schon 10.000 verschiedene Sachen in Filmen machen müssen. Ob es jetzt Reiten ist, ob es jetzt Stuntfahren ist oder sonst irgendwas. Der kann ja gefühlt alles. Ich achte dann bei den Szenen immer drauf, ist das jetzt einer der Stunt-Jungs oder ist das wirklich er? Und gefühlt, das sind Alleskönner. Bei zwei wie Pech und Schwefel, ne? Diese Motorradverfolgungsjacht. Das ist zumindest ganz oft er. Ja. Jetzt nicht in jeder Einstellung. Ja, der, aber auch. Die haben da ja manchmal, dieses französische Stunt-Team Rémy Julien. Ja. Da siehst du ganz klar, das wird er nicht gewesen sein. Aber dann gibt's diese Grätschereien mit diesen Rockern, wo du siehst, ah, das war ja jetzt doch. Und das hat schon eigentlich Belmondo-Qualität, ne? Ja. Und wo du es jetzt, wo ihr es jetzt gerade angesprochen habt, dann halt noch einmal noch, auch mal ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs dieser beiden, sag ich mal, Menschen. Mit der ja schon dann eben mit die linke oder die rechte und die linke Hand, ich wechsel die beiden Hände, es tut mir leid, der dann schon damit ja also Einzug gefunden hat, das war ja dann unter anderem hier der Stunt-Coordinator Giorgio Ubaldi. Der hat ja fast alle gemacht. Genau, der dann halt aber auch eben das Team zusammengestellt hat, ne? Ja, aus einem Ricardo Pizzuti und so weiter und so fort. So, ne? Und da hat sich ja ein ganzes Team gefunden und da kommen wir jetzt gleich drauf, ne? Die haben auch alle Fressen zum Reinschlagen. Genau. Also, Pizzuti, jetzt, oder Pizzuti, ich kann kein Italienisch. Ist das so Silber Fox? Silber Fox? Ja, das ist Silberpappel. Bester Typ. Oder Ziegenbock. Seine beste Szene ist bei zwei Missionare. Ja, komm du auch, du Ziegenbock. Dann springt er auf den Tisch. Ja, erst. Ja, noch lachst du mal. Genau. Mein schleimiges Wort, weil du noch alle Zähne im Maul hast. Aber das kann ich sehr das findest du seine beste? Nein, die nicht, sondern wenn er auf den Tisch springt und Terence Hill dann mit dem Stempeln ihm immer auf den Fuß haut und wenn er dann zuckt, dann noch vor den Kopf. Ja. Das ist so eine Choreografie, die fällt ja auch komplett raus. Ansonsten, klar, da von rechts nach links, dann fliegt er durch die Tür, hat meist auch Hut auf, ne? Aber bei zwei Missionare hat er diesen schönen Stepptanz, diesen Unfreiwilligen auf dem Tisch mit den Stempeln. Das ist einfach eine Spitzenszene. Komm her, du Zickenbock, sagt er. Ja, und danach kommt eine meiner Lieblingspappe. Da kommen wir gleich noch drauf zu, aber da spreche ich gleich noch drüber. Aber ja, da gibt's eine meiner Lieblingsszenen. Ach, guck. Ja, ja. Gerade mit dem Stempel. Ich sag's jetzt recht. Erste halbe Stunde Missionare unterschätzt. Ja. Weil das ist nämlich kurz auch vor Meisterwerk. Dann bricht es so ein bisschen ein, können wir auch noch zu kommen. Ich habe so ein paar Theorien, ich weiß nicht, ob die stimmen. Aber wenn er halt mit dem Stempelkissen unterwegs ist, dann steht er vor dem Dicken. Du dicke kleine Nudel, du dicke kleine Nudel. Du Das ist so super. Und das war schon, mein Onkel war Filmvorführer und deswegen war ich auch mit 4 zum ersten Mal im Kino. Es war Heinz Erhardt und deswegen habe ich auch so viel Bud Spencer, Terence Hill gesehen. Und er als Vorführer mochte immer Bud Spencer, Terence Hill und hat mir als Kind, bevor ich rein durfte, das immer erzählt, was in den Filmen passiert. Und er hat mir immer die Stempelszene erzählt. Und dann nimmt er den Stempel mit dem dicken und der Dicke, der guckt mein Onkel sah auch ein bisschen aus wie Bud Spencer, tatsächlich, so grob. Und da habe ich mich schon drauf gefreut. Und dann der Effekt, oft ist man ja dann enttäuscht, wenn man es sieht. Aber es war genauso, wie er es gesagt hat. Als ich dann zwei Missionare zum ersten Mal geguckt habe oder die anderen Sachen, die er mir immer beschrieben hat, es hat mich dann genauso begeistert. Also er hat das plastisch wiedergegeben und das hat bei mir sich komplett erfüllt. Ja, das ist ja das Ding, ne? Wir reden ja hier über auch zwei Menschen, die es geschafft haben. Ich meine, wir waren damals alle, also gerade zum eigentlichen Entstehung war ich ja noch nicht mehr da. Also ich war 71 und nicht geboren so. Ich aber schon. Aber
Ja, aber wir haben das ja alles dann erst später kennengelernt, als die, sag ich mal, ihre großen Erfolge schon eigentlich gefeiert hatten. Und so sagen wir mal so, keiner von uns hat Halleluja oder rechte, linke Hand des Teufels gesehen, als es die 12 Millionen und die 7 Millionen eingespielt hat. Ich glaube, mein erster im Kino, mein erster im Kino war So wie Pech und Schäfer. Das war meine erste Berührung. Immerhin, den habe ich nicht im Kino gesehen. Ja. Wollte gerade sagen, bin ich sehr neidisch drum. Ja, das, aber da war ich noch sehr, sehr klein. Und das war da bin ich direkt neidisch. Ja, Dito. ja, ihr habt wenigstens überhaupt einen von dem Kino gesehen, ey. Ja, ich habe immerhin einen gesehen, als er neu rauskam. Ja, die Troublemaker, oder? Nee, nein, zwei Bärenstarke. Ach so, ja, okay. Den habe ich, hab ich auch im Kino gesehen. Ja. Weil da fand ich das Plakat so geil mit dieser Karre, mit diesen Hörnern vorne. Aber der Film hat auch gute Elemente. Ja. Er hat auch so ein paar Und Vier Fäuste gegen Rio, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, den habe ich zweimal im Kino gesehen. Das ist der letzte wirklich gute, würde ich sagen. Das ist der letzte wirklich, ja. Der ist so gut. Also die Sprüche Rainer Brandt dreht da nochmal richtig auf, ja. Vielleicht rettet er den Film, wir wissen nicht. Danneberg hat ja mal gesagt im Interview, später kam nur noch heiße Luft aus Rom, wir haben da Texte reingeschoben ohne Ende. Und, ja. Aber so war es ja auch. Aber Rio ist auch vom Konstrukt gut, finde ich. Ich meine, die wurden ja teilweise sogar in Italienisch gedubbt. Also die wurden ja in Italienisch synchronisiert, weil diese Dreharbeiten war ja immer wieder ein Sammelsurium aus verschiedenen Nationalitäten. Die haben mal in Spanien gedreht, Schwefel. Alte Schule in Italien, eigentlich alles schon zu drehen und dann in den einzelnen Ländern. Deswegen bringt's da auch nichts. Ich muss das Original hören. Synchronisieren mag ich nicht. Das ist alles eine Synchro. Ja, ja, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob es in den 80ern war, aber in den 70ern war es ganz sicher so. Auch wegen der Geräusche, die haben einfach Blind laufen lassen. Und ich meine, es waren ja auch diese Geräusche, ne? Dieses Bisch, Bam, Zack, ja, das Dong, ja aus. Was weiß ich. Ja. Es war diese Synchro. Aber ich will jetzt noch mal auf einen allersimpelsten Punkt noch einmal zu sprechen kommen, bevor wir mal die Einzelheiten so machen. Wer war für euch beiden? Ich glaube, bei dir habe ich es jetzt schon mehrfach rausgehört. Also für dich war Terence Hill, sage ich mal, der anziehendere Faktor. Weil für mich als kleinen Jungen war dieser große, bärtige Mann. Ganz klar. Ja, das war für mich so, hey, das ist gern, den hätte ich gerne als Papa. Ja, genau. So, das ist so, oder der große Bruder, den man gerne hätte, so, weißt du? Also einfach der Kumpel, der für einen einsteht, der irgendwie dieses Teddybär-Gesicht so, ja. Das irgendwie, ja, klar, immer diese Null-Bock-Aura, die sehe ich dann später, ja, als Erwachsener. Aber als Junge war das für mich nie irgendwie in Kombination dann auch mit den Plattfußfilmen oder und so weiter. Das war für mich immer, ja, Onkel Bud oder was weiß ich, oder Papa Bud oder irgendwie Opa. Onkel Buck, John Candy Bud Spencer, wer kennt ihn nicht? Also, es gibt bei mir verschiedene Epochen. Epoche Nummer 1 als Kind war Bud Spencer für mich ganz klar die Nummer 1. Dann gab es die Phase, ich in meinen 20ern, war es ganz klar Terence Hill. Ja. Und dann bin Nummer 3, so in meinen Anfangs 30ern, ich würde niemals mehr sagen, wen von den beiden ich mehr mag, weil das wird sich anfühlen, von wegen, wen magst du mehr, Vater oder Mutter. So kann ich nicht. Also wir brauchen nicht drüber sprechen, dass beide auch eigene Filme haben, die total geil sind. Ja. Aber die beiden brauchten sich für die perfekten Filme. So, und Terence Hill ist an der Seite von Bud Spencer noch stärker. Bud Spencer ist an der Seite von Terence Hill noch stärker. So, und jeder bringt so sein eigenes Ding mit. Deswegen, das, was ich an Terence Hill objektiv total toll finde, von wegen dieses Komplettpaket, was bei Bud Spencer definitiv weniger ist. Aber, was du gerade gesagt hast, diese Langeweile-Aura, der muss nur dieses machen. Und ich fange schon an zu lachen. Ja, oder halt dieses Ey, zeig mir einen Menschen, der so eine Flappe zieht, wo du anfängst zu lachen. Das ist ja eigentlich nicht lustig, aber es reicht ja schon. Ja, ja, klar. Es ist, ich nehme es ziemlich ähnlich wahr. Als Kind, das mag daran gelegen haben, dass Bud Spencer einfach mehr gedreht hat. Für mich gab es als Kind gefühlt, auch bevor ich die schon gesehen habe, immer Filme mit Bud Spencer und Terence Hill oder nur mit Bud Spencer. Ja. Also Bud Spencer ist das Zentrum. Wir haben ja jetzt später uns angelesen, dass eigentlich ja, oder Trinity im Original ist Terence Hill der Star, ne? Sie nannten ihn Trinity. Genau, Trinity is still my name. Trinity is still my name. Sie wollten noch einen dritten machen, ne? Ja. Sie bestehen darauf, ihn immer noch Trinity zu nennen. Sollte der, hatte Enzo Barboni vor, aber damals war wohl so Fortsetzungen nicht populär. Jedenfalls entweder Bud Spencer mit oder ohne Terence Hill. Und deswegen dachte ich immer, Bud Spencer ist der große Star. Und ja, vielleicht war er es eine Zeit lang auch ganz klar. Und er hat auch mehr rausgehauen. War es aber auch wirklich gefühlt. Also für mich war, ich glaube auch, Terence Hill immer, als Kind war für mich Terence Hill immer der Sidekick. Zu Bud Spencer. Ja, war genau. Bud Spencer Film und Terence Hill ist halt der Und wenn er so ein Poster vom Kino saß, dann stand da Mein Name ist Nobody, der dachte, ja, der fehlt jetzt einfach einer. Das ist einfach ein Film, der ist nur 50%.
jetzt im Nachhinein wissen wir, Nobody ist ein Brett. So, ja, ne? Ja. Aber Nobody klaut auch bei, natürlich, bei den Double-Filmen. Ich meine, diese mit, wie hieß der nochmal? Hendrix, Wildcat Hendrix, diese Szene an der Theke. Ja, stimmt, du hast recht. Die machen sie ja 1:1 nochmal mit Mausezähnchen und Locke. Ne? Ja, steht das ja nochmal eigentlich nochmal. Aber auch gut natürlich, nochmal imitiert. Aber auch Nobody atmet natürlich diese Erfolge dann nochmal durch. Man muss sich das mal jetzt einmal vorstellen. Bud Spencer hat mit all seinen Filmen, die er rausgebracht hat, in Deutschland oder die in Deutschland erschienen sind, 95 Millionen Besuche ins Kino gelockt. 95 Millionen. Ja. Rechnet euch das mal um, was das an Geld ist. Das ist knapp eine Milliarde. Richtig. Und jetzt rechnet euch nochmal dann zusammen, wie wenig die Filme eigentlich gekostet haben, die er gemacht hat. Ja. Und dann vergleicht das mal mit den ganzen Blockbustern von heute, wie viel Kohle die brauchen, um ähnliche Zahlen zu erreichen. Ja. So, da hat sich Qualität, günstige Qualität durchgesetzt. Ey, ich würde, selbst an meinem Sterbebett kann mir jeder erzählen von wegen, dass das keine hohe Qualität ist, was die abgeliefert haben. Ich nehme das mit ins Grab. Ja, weil aber diese Chemie ist jenseits von Qualität. Das ist etwas, was entsteht und was ganz selten ist und wirklich da ist. Aber da muss man auch mal Enzo Barboni noch mal irgendwie den Hut vorziehen. Der hat das erkannt. Dass der gesagt hat, ey, jetzt wird's mal Zeit für einen lustigen Western, sonst für einen Prügel-Western. Ja. Genau, und sonst hätte Colizzi als drittes nicht so einen Hügel der blutigen Stiefel gedreht. Sonst hätte er gesagt, das, was bei 4 für ein Ave Maria funktioniert hat, dieser Showdown, da waren sie noch zu viert. Da war doch noch hier Brock Peters dabei. Er hat's nicht erkannt. Der hat's nicht erkannt, genau. Ja, ja. Der hat sie zwar zusammengebracht, aber der wollte seine Italo-Western machen. Und er hätte als drittes das schon abschöpfen können. Ja. Ja. Weil der zweite hat das. Und der dritte hat's plötzlich gar nicht mehr. Da rennen sie nebeneinander her. Und dann drehen sie noch dann drehen sie natürlich den Hit, rechte und die linke Hand. Und bevor der anläuft, drehen sie, wie heißt der Piratenfilm? Freibeuter der Meere. Und da wird's auch schon wieder nicht mehr verfolgt. Nee, also das von irgendeinem No-Name-Regisseur. Und ey, Freibeuter der Meere ist für gut, mich, die wussten wohl zu Drehbeginn noch nicht natürlich, dass das jetzt so ein Hit fiel. Ja. Aber ehrlich gesagt, Das ist auch ein Nulpenfilm. Ja, weil sie haben auch kaum was miteinander zu tun. Ja, ja. Bud Spencer stirbt irgendwann aus dem Film. Ja. Aber sorry für den Spoiler, aber ganz schwach. Das ist der Film dann auch vorbei für mich, also schon gefühlt. Ey, das war so schwach. Ich weiß, dass ich ihn letztens zum ersten Mal richtig komplett noch mal geguckt habe. Ich hatte den mal nachmittags gesehen. Und da habe ich dir geschrieben, ne? Ja, als Vorbereitung hierfür. Hab ich gesagt, der ist ja wirklich scheiße, ne? Und dann schriebst du so, ja, aber der stirbt doch am Ende. Und ich so, oh, danke für den Spoiler, nur aus Gag, war mir völlig wurscht. Und dann gucke ich den Film so weiter, dann kommt der Abspann. Und ich so, aber ist der denn jetzt gestorben? Hab ich original noch mal zurückgemacht. Und das ist so schlecht inszeniert. Ja, der liegt da irgendwie so rum. Der liegt einfach mal irgendwann auf dem Schiffsdeck. Ja. Unter Trümmern und so. Episch, und dann war's. Ja, das ist wirklich verkorkst. Ja. Und ich sag dir, das Ding hätte schon der super... Ich meine, der ist ja gut gelaufen wegen den beiden. Aber der hätte natürlich ein Millionenseller werden können. Aber richtig, gut, sie wussten es nicht. Ja. Die rechte Linke lief noch nicht, insofern. Ich habe mal eine Frage an euch. Warte mal kurz, ich will einmal kurz, was der noch gemacht hat. Der hat tatsächlich, der gehört ins Mittelfeld von diesen Bud Spencer-Filmen. Der ist auf Platz 14 so gesehen. Ja. Der hat von der Bewertung her? Nee, von den Zuschauerzahlen. Ja, war die Hochphase. Das war 1972, der hat noch 3 Millionen Zuschauer ins Kino. Ja, kam der vor Halleluja oder nach Halleluja? Der kam davor. Okay, aber er kam, nachdem der erste so ein Hit war. Und davon hat er natürlich abgeschöpft, ist ja klar. Nicht, weil der so gut war, sondern du hattest ein geiles Poster. Das Poster ist geil. Das Poster, ja, das Poster ist cool. Von Freiburg. Piratenfilme waren damals auch noch ein Thema. So, und dann mit den beiden als neue Variante, das ist natürlich eigentlich eine sichere Bank, ne? Aber da hat man leider dann doch noch nicht ganz geschätzt oder gewusst, wie wichtig eben auch die Synchronisation sein kann. Und damit würde ich jetzt sagen, machen wir einen kleinen kurzen Break. Und nach diesem Break werden wir jetzt einmal festlegen, was sind die Eckpfeiler? Was macht diese Filme aus? Was muss da rein, damit sie unser Herz erobern? Ja? Gut, kurzer Break. Wir melden uns gleich zurück und dann gibt's die Auflistung. So, da sind wir wieder zurück auf den Hügeln der blutigen Stiefel. Du hattest noch eine Frage. Ja, und zwar hatten wir ganz am Anfang der Folge mal ganz kurz drüber gesprochen, beziehungsweise es war ja sogar deine Anmoderation. Du hast ja gesagt von wegen, ja, zwei bärenstarke Typen wie zum Beispiel Dick und Doof etc. Und da ist mir nochmal bewusst
geworden. Also generell diese Filme, wo du zwei Personen hast, die filmübergreifend immer wieder miteinander zusammenspielen, ne? Da kannst du ja wirklich diese Welt-Superstars kannst du ja wirklich an einer Hand abzählen. Also diese Kombos. Wer ist denn bitte größer als die beiden für uns hier in Deutschland? Also wer ist für uns hier noch prägender als die beiden? Das ist eine ernste Frage. Also wenn es immer, vielleicht habe ich jemanden gerade nicht auf dem Schirm, aber zum Beispiel Dick und Doof, die ich auch als Kind mega abgefeiert habe und wo ich auch der Meinung bin, was die gemacht haben, ist Kunst. So. Die sind aber für mich nochmal eine ganze Ecke höher. Vielleicht jetzt nicht auf dem Weltmarkt, weil Lauren Hardy halt in Amerika nochmal so Ikonenstatus haben. Also jetzt filmhistorisch ist es Laurel und Hardy ganz klar, weil die beiden sich da auch bedienen. Aber das ist ja dann eine Geschmacksfrage. Duos hat es immer gegeben, ne? Aber ich würde auch sagen, dann würde ich sagen, einfach mal kulturhistorisch würde ich Laurel und Hardy auf eins machen. Dann würde ich aber auch schon fast Spencer Hill. Weil mir fallen danach Doris Day und Rock Hudson. Ja, dann gab es Jerry Lewis und Dean Martin. Abbott und Costello? Abbott und Costello gab es. Alles drunter. Ja, aber ja, da gebe ich dir nämlich recht. Europa, ja. Aber in Amerika. Ja, ja, Laurel Hardy ist ganz klar die Nummer eins in Amerika. Aber in Europa würde ich schon sagen. Nee, in den 70ern Laurel und Hardy. Meinst du auch hier? Ja, aber hier, diese Dick- und Doof-Serie, das vergisst man immer, die kam ja freitagsabends 18:20, die hatten 14, 15 Millionen Zuschauer um 18:20 Uhr. Das ist fett. Ja, und das war die Zeit, wo auch Laurel und Hardy lief. Ich glaube sogar, das hat sich gegenseitig bedingt. Also für mich ist, und ich bin mit beiden aufgewachsen und tatsächlich noch präsenter mit Laurel und Hardy, weil die eben im Fernsehen waren. Und das war eine riesige Hausnummer. Okay. Eine riesige Hausnummer. Ja, für mich sind die in Europa auf eins. Also bei allem Respekt vor Lauren Hardy, die ich wirklich total toll finde. Ja, aber man weiß auch nicht, wie in wie vielen Ländern jetzt. Ich weiß, es war in Spanien, Frankreich, Finnland, Südamerika. Das sind die Länder, wo Spencer Hill. Ja, und ich glaube, aber auch noch hier in Osteuropa so ein bisschen Tschechien, Ungarn. Ja, genau, Da waren die auch noch relativ erfolgreich beziehungsweise haben. Ist halt schwierig, ne? Für uns, ja. Die haben hier ein Publikum ins Kino gelockt. Da träumen heute andere Filme von so. Ist so. Ja. Aber ja, ich. Ach, das ist schwierig. Schwierig, ne? Ja. Also, vielleicht müsstest du dann eher in sowas Deutschem denken, wie, keine Ahnung, Heinz Erhardt und. Nee, Heinz Erhardt war auch immer allein, ne? Also, gab's da irgendjemand. Ja, was waren denn deutsche Duos? Erkan und Stefan. Liebe Grüße an Stefan Lust. Ja, grüße dich. Aber jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, waren das nur drei Filme, ne? Oder zwei? Die Jungs haben drei gemacht, natürlich nicht den Impact gehabt. Also ich kenne Stefan. Ja, jetzt ohne Wertung, es war einfach, es ist weniger Output gewesen. Ja, aber das zum Beispiel, finde ich, ist halt auch das, was die nochmal auf ein anderes Level bringt. Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ja! Ja, das ist gut, richtig. Ja. Aber wir reden ja auch wieder von der Anzahl der Filme und der Jahre, wo die beiden zusammengearbeitet haben. Also alleine da scheiden ja schon ganz, ganz viele aus. Ja, ja, ja. Das ist richtig, aber rückblickend betrachtet, wenn wir jetzt von 2024 15 Jahre zurückrechnen, sind wir im Jahr 2009, kommt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig lang vor. Und die beiden hatten ihren Kern in 15 Jahren. Wenn du die Troublemaker mal außen vor lässt, dann hast du einen harten Kern von 1970 bis 1985. 86 lief der an, Miami Cops, ne? Ja, Miami Cops, der ist für mich schon ein Nachzügler. Ja. Also wenn man es bis Rio rechnet, ist es bis 84. Ja. Dann sind es 14 Jahre im Kern. Ja. Ja. Das ist eine trotzdem eine lange Zeit. Ja. Aber dann ging es auch tatsächlich runter mit zwei bärenstarke Typen, waren so unter 2 Millionen Zuschauern. Und dann war die große Zeit vorbei. Aber, 1,7 Millionen hätten immer noch gerne Leute bei anderen Filmen. Das aber ist klar, da musst du dir mal trotzdem wieder vor Augen führen, die Zeitspanne, 14 Jahre, ne? Wie viele Stars, wie viele Stars auch aus Hollywood schaffen es über 14 Jahre so präsent und erfolgreich zu sein? Also selbst Leute, also zum Beispiel mit die erfolgreichsten, die mir einfallen, ist so ein Will Smith zum Beispiel, der Anfang der 90er bis keine Ahnung, bis Mitte der 2005er noch gut dabei war, aber generell diese Zeitspanne erfolgreich zu absolvieren, da gibt es auch mit Hollywood-Stars nicht so viele, die da mitleben. Nee, viele nicht. Es gab. Ja, gut, du kannst jetzt halt natürlich diese Ensemble-Geschichten nehmen, ne? Wir haben jetzt 10 Fast and Furious-Filme. Oder nach dem dritten. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Wo du nach dem dritten halt gedacht hast, okay, jetzt ist es aber auch echt vorbei. So, nee, kommt mehr. Ja, ja, das mag vielleicht die Hoffnung des Fans gewesen sein, so, und das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber nach dem dritten sah es ja erstmal nicht mehr so rosig aus für diese Franchise oder Serie oder sonst irgendwas. Und
Das ging dann mit dem vierten noch irgendwie plötzlich auf einmal, ja, da waren sie wieder da. Aber der fünfte war ja erst entscheidend für diesen Mega-Hype, den die letzten fünf Jahre. Die haben sich nochmal neu erfunden. Die haben sich nochmal neu erfunden. Ich bin da jetzt überhaupt nicht im Thema, weil ich da auch kein Fan von bin. Aber geht man da wegen Vin Diesel rein? Nee, du gehst wegen allem rein. Also du gehst wegen dem Gesamtpaket rein. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was Marvel halt geschafft hat. Marvel hat es halt geschickt gemacht, mit den Einzelfilmen das aufzubauen, aber die eigentlichen Einschlagfilme, das war ja in Avengers 1, der über eine Milliarde gemacht hat. Marvel-Filme sind Filme, die auf Jahrzehnte zurückgreifen können von Fans. Ja, da geht ein 70-, 80-Jähriger rein, der das meinetwegen 1950 die Comics gelesen hat. Ich habe die Comics auch gelesen. Ich bin auch eingegangen als Comicleser. Und dann hast du noch die ganzen jüngeren Kids, die das jetzt erst kennenlernen übers Kino und über Spielzeug, die gehen auch noch mal rein. Also du hast Leute, die 1940 geboren sind, bis Leute, die 2010 geboren sind. Aber da muss ich jetzt auch sagen, deswegen also, hapert's jetzt auch mit den Figuren, die keiner kennt. Das ist nämlich das Ding. Da und halt auch mit den Leuten, die du über so lange Zeit lieb gewonnen hast. Ja. Weil du hast halt gemerkt, nach Endgame, ja. Das Ende. Da wurde es halt immer weniger, immer dünner, irgendwie immer war immer mehr Fragezeichen. Die Leute wurden unsicherer, konnten auch nicht mehr so wirklich viel damit anfangen. Also, ich sag mal, spätestens so ab der Mitte Phase 4 war alles halt bei Marvel dann eher die Miami Cops. Ja, das stimmt, exakt, genau. Ja. Okay, ich habe eine gemeine Frage an euch beiden. Einsame Insel. Inge, die einsame Inge. Das schwingt bei dir wieder mit. So eine einsame Inge. Insel. Ihr kriegt ein Fernseher und einen Blu-ray-Player und ihr müsst euch entscheiden zwischen dem Marvel-Franchise auf Blu-rays oder Bud Spencer und Terence Hill. Naja, das ist für mich keine Frage. Das ist für mich natürlich Bud Spencer und Terence Hill. Dankeschön. Also, das ist für mich keine Frage. Das. Aber ich möchte hier nicht so. Warte, guck mal, erst so leise. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Naja, nee. Ich möchte mich nicht als Marvel-Gegner hier verstanden wissen, weil es war für mich ein absoluter Kick, jetzt jahrelang diese Hefte, die ich für unverfilmbar hielt in der Grundschule, so spektakulär auf die Leinwand gezaubert zu kriegen. Das hat mich über Jahre getragen. Und erst jetzt, wo die Figuren plötzlich nicht mehr da sind, fängt es an, seit kurz vor Corona mich relativ kalt zu lassen. Okay, da du das jetzt gerade gesagt hast, ich bin auch kein Marvel-Gegner. Ich bin allerdings, muss ich dazu sagen, seit einigen Jahren raus, weil mir die letzten, keine Ahnung, 6, 7 Jahre einfach zu viel waren und ich gefühlt nur noch Marvel im Kino gesehen habe. Aber so die Marvel-Zeit, Ende der 90er bis so 2010, war ich total happy und sehr, sehr glücklich. Aber ich wollte nur damit sagen, wenn es um die Rewatchability geht, weiß ich, dass ich mir problemlos für den Rest meines Lebens, bis ich unter der Erde liege, immer wieder Bud Spencer und Terence Hill angucken kann. Weil die Filme, die sich auch nicht, also das ist nicht wie bei The Sixth Sense. Ja, du hast nicht so einen Spoiler. Du hast nicht dieses Spoiler-Problem, sondern du weißt, die gehen jetzt durch diese Tür und dann ist da dieser Sparringsraum bei Pech und Schwefel. Und du weißt, die gehen da jetzt die Treppe runter und dann kriegen diese ganzen Gymnastik-Reinis auf die Schnauze. Und du freust dich vorher schon, du freust dich sogar schon, wenn du die Scheibe reinlegst, dass in dem Sparringsraum gleich richtig aufgeräumt wird. Und du hast... Und während das läuft, blühst du auf. Ja. Du hast nicht dieses Ding, ach, ich weiß ja, wer mit dem Mörder ist, ich weiß ja, wie es ausgeht, ich weiß, der lebt in Wahrheit nicht mehr. Oh, gleich kommt es. Jetzt kommt gleich und jetzt, dann haut er dem das Ding so... Die wollen fast die Treppe wieder hochgehen. Aber der Typ ist so aggro und haut diesen Sandsack vor Bud Spencer und dann sagt sie und sie, Nanuchen. Und dann, weißt du, also jetzt ist leider, jetzt wird aufgeräumt. Und du hast in dem goldenen Run von den beiden, hast du auch nicht wirklich einen Ausreißer nach unten. Die sind alle, die halten kannst alle. Du alles. Ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, dass bei den Marvel-Filmen bis Endgame irgendein Film richtig kacke ist. Ich kann die auch alle gucken tatsächlich. Ich kann die auch alle gucken. Aber wenn du dann halt einen Film hast zum Beispiel, oder persönlich jetzt nur einfach mal, wenn du einen Film hast wie Winter Soldier, der mir persönlich richtig, richtig gut gefällt. Ich mach das Civil War noch mehr, aber ich gehe da konform. Ja, die beiden aber den ich, mit, ja. den ich richtig, Spitze, richtig ja. mag. So, ja. Und dann kommt dann irgendwie, weiß ich nicht, ich mag den eigentlich auch, aber ja. Wenn dann irgendwie sowas wie der zweite oder dritte Tor. Ich wollte doch gerade sagen, Tor 3 ist doch nicht gut und X-Men 3 ist auch nicht so doll. Aber gemessen an den anderen, genau genommen, wenn jetzt so ein Tor 2 gekommen wäre,
1997, der ist durchgedreht. Der ist der geilste Film aller Zeiten gewesen. Und ich finde, Tor 2 ist zur Unterhaltung. Der ich mag den auch. Der ist schon okay. Ich mag den mehr als viele andere so. Ja. Aber ich sag nur, ne, da gab's halt, bei Marvel gab's deutliche Ausreißer oder Abfälle. Ich finde auch den zweiten Iron Man geil. Und ich mag vor allem auch den dritten sogar. Das ist auch nicht populär. Kommen wir jetzt zu dem, worauf ich mich schon die ganze Folge drauf freue. Ja. Yeah. Ich dachte, du machst jetzt irgendwie, willst ein Deo oder? Okay. Ja, er sprüht jetzt. Wir wollen jetzt einmal festhalten, was zu einem guten Bud Spencer und Terence Hill Film dazugehört. Was verlangt die Etikette? Ja. Ja. Wir könnten ja eigentlich schon mal so diese großen Bausteine aufmachen, ja. Okay, Terence Hill und Bud Spencer. Aber ansonsten, ja, versteht's von selbst. Das ist klar. Musik wäre bei mir ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Musik ist ein wirklich wichtiger Punkt. Ja. Es ist nicht immer Oliver Onions. Nee, das allergeilste Lied ist Michalitzi und das ist das aus dem ersten. Das ist einfach Franco Michalitzi. Es ist einer der besten Songs der Filmgeschichte. Warte, ist das nicht? Trinity. Ja, genau. Ja, Beste. Und das ist unglaublich. Weißt du, was mich so total wahnsinnig gemacht hat? Ich habe das für 3 Jahre als Klingelton gehabt, so vor 10 Jahren, 12 Jahren und so weiter. Und ich gucke ja nicht so viel Tarantino-Filme, aber der Song wurde doch nochmal in einem Tarantino-Film. Ja, bei Django Unchained, der Marschband. Genau. Und dann lief jemand rum und hatte das auch als Klingelton. Und ich habe den angeguckt und gesagt, boah, geil, auch ein Bud Spencer und Terence Hill-Fan. Nee, von Quentin Tarantino. Ja. Das hat mich voll enttäuscht, hat mich richtig traurig gemacht. Aber immerhin hat es den Song nochmal hervorgehoben. Ja, aber der gehört. Aber das war einer der wenigen Momente, bei denen ich bei Django Unchained wirklich. Ich fand das super geil. Wirklich warm, wo man wirklich warm ums Herz wurde. Ich fand das super geil. Ja, das war super. Es war auch in der TV-Premiere, da habe ich hier den zum ersten Mal gesehen, den rechte und linke Hand. Und dann fängt der Film an mit diesem Song. Ja. Alter, ich hatte den vorher nie gehört, ne? Logischerweise. Wo auch? Gerade wieder, ich hatte eine Gänsehaut. Ja. Und ich meine, wann war das? War wahrscheinlich 83, 84. Ja, ich hätte dann die Platte irgendwie, aber man kam einfach an die Musik nicht ran. Man hat die dann eigentlich nur da gehört. Ja. Und ich finde auch, dass der Soundtrack von rechte und linke Hand, der zieht sich ja durch in verschiedenen Varianten. Der ist so gut. Das ist schon der Wahnsinn, ja. Okay, aber wir müssen jetzt schon mal festhalten, ne? Gut. Schreibt Oliver Onions drauf, stellvertretend. Ja, ja, klar. Ja, ja, aber Oliver, du hast Onions. 100% recht, für mich auch. Im zweiten. Ja, es ist mega. Aber auch hier, ich mag auch von 4 Fäuste für ein Halleluja. Ja, das ist ja schon Oliver Onions, ja. Aber nicht gesungen. Ist nicht gesungen. Gesungen haben sie, glaube ich, erst hinterher, ja. weil keiner Zeit hatte zu singen, haben sie es, glaube ich, irgendwann mal aber, selber gemacht. Aber selbst die Songs hier, die Bud Spencer gesungen hat, hier bei Krokodil und sein Nilpferd zum Beispiel, die ist auch lustig. Und so weiter. Also für mich ist generell klar, Onion-Geschichten brauchen wir nicht drüber reden, aber es braucht einen guten Ohrwurm. Ja, aber, und das wollte ich nur sagen, da habe ich mir nochmal intensiv Gedanken drüber gemacht, man hat ja sonst nichts zu tun. Man redet ja sonst immer, wenn man über die über so Filmmusik und auch über Filme spricht, wo die Songs gut sind, wo auch gesungen wird, redet man ja ganz oft immer über das Rocky-Franchise und gewisse andere. Aber wenn man wirklich mal die Masse an guten Songs vergleicht, und ich bin Hardcore-Rocky-Fan, ich glaube, das ist nochmal. Also, die haben nochmal Dinge. Es sind auch mehr Filme. Ja, weil es eben mehr Filme sind. Aber diese Qualität, diese Quantität zu erreichen, unfassbar. Ja, also, du brauchst, ich meine, du hast diese ganzen Titel, ne? Da müssen wir auch gleich nochmal drauf eingehen, auf die Titel, sag ich mal, Kultur, die hier in Deutschland sich mit anhand von Bud Spencer und Terence Hill-Filmen entwickelt hat, so, ne? Weil es wurde ja dann irgendwann auch nochmal eine eigene, sag ich mal, Kunstform fast schon, so, ne? Gestern, ich gehe diese Filme durch und denke mir, welchen gucke ich mir noch mal an, welchen muss ich mal wieder auffrischen und so weiter. 2 Asse trumpfen auf, 2 sind nicht zu bremsen, 2 bärenstarke Typen. 2, 2, 2. Welcher ist denn jetzt welcher? Ja, scheiße. Und dann geht's aber los mit 2 sind nicht zu bremsen. Rosalie Love. Ach, das ist der. Alles klar. Dann guck ich mir das ist einer meiner liebsten Songs. Vor allem auch dieses schöne Bassline. Rosalie Love. Es ist so gut.
Okay, liebe Leute, ihr zu Hause, ja, ihr seht gerade, wie drei erwachsene Männer wieder 12 werden. Das ist unfassbar. Ich behaupte, das ist damals in der Diskothek gelaufen. Vielleicht, nicht? Brotherly Love. Also du hast es in der Diskothek wahrscheinlich erlebt. Wir noch nicht. Nein, wir waren da noch nicht Diskothek. Nee, was ich, nee, nein, war alles schon retro natürlich. Ich habe das ja alles im Fernsehen geguckt. Bis auf zwei bärenstarke Typen. Der hatte nicht so den prägnanten Song. Doch, finde ich eben schon. Weil gerade der Song am Anfang. Aber wie geht der denn nochmal? Was war das denn nochmal? Der fährt doch da mit den Rollerskates über die Straße. Genau. Ja, ich Go For It. Aber go der for Film it, ist nicht, der Song heißt nicht Go For It. Nee. Und es war auch nicht Oliver Onions, es war ein anderer Song. Es war irgendwas mit Road, glaube ich. Ja. Ist auch aber schön, ist immer gut. Ich habe den gehört und dachte, ach, das ist der. Und plötzlich, durch den Song am Anfang, sind mir wieder bestimmte Szenen in den Kopf gekommen. Ach ja, warte mal, da sind sie ja auch auf dem Schiff. Da ist dann dieser Dicke dabei, der Dicke ist der Endgegner. Ja. Und so Sachen und so. Und dann musste ich erstmal im Kopf irgendwie trennen. Ah ja, nee, warte, das Pelota-Spiel ist in dem Film. Ja, und das ist in dem Film und ne, diese Einzelmomente so, ja. Aber ja. Aber auch, ich habe Oliver Onions übrigens live gesehen als Konzert. Es war sensationell. Und natürlich spielen die diese Dinger. Und natürlich auch noch viel mehr. Santa Maria ist ja auch von denen. Mhm. Und was, aber die haben ja rausgehauen ohne Ende. Du kriegst eine Gänsehaut nach der anderen. Und die sind wirklich noch gut zurecht und schmettern ihre. Aber. Und die haben immer gespielt, das war so ähnlich wie, wir waren noch mal bei Fabio Carpenter, oder? Nee, Fabio Fritzi waren wir doch. Ja, Fabio Fritzi, genau. Und sie haben es ähnlich gemacht. Sie haben auch im Hintergrund so die Ausschnitte gezeigt und die Trailer immer zu den Filmen. Perfekt, was willst du mehr? Genau, und einer der geilsten Momente war dann einfach, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, Flying through the air. Oh, gibt's eine deutsche, Version, ne? Ja. Eine ganze Nacht. Eine ganze Nacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich bin zum Beispiel regelmäßiger WDR4-Hörer. Der Sender, den ich früher immer als alte Leute Sender. Aber der ist mit den Leuten mitgealtert, der Sender. Genau. Und deswegen läuft jetzt die ganze Musik, die wir geil sind. Jetzt ist das super. Aber 89 war es ein Horror-Sender. Ja, früher habe ich gedacht, von wegen, boah, ist ja für Opis und Omis. Ey, heute, boah, bester Sender ever. Ja. Und ich freue mich immer, den Hintern weg, wenn da ein Bud Spencer und Terence Hill-Song läuft. Ja. So, und ich finde es halt cool, dass sie es halt machen. So, dass sie realisiert haben, von wegen so, ey, unsere Generation findet das halt toll, wenn das im Radio läuft. So, aber ja, haben wir Musik abgehakt oder müssen wir noch ein bisschen tiefer gehen? Weil ich hätte gibt's noch was zum Thema Musik? Also, ich habe jetzt geschrieben hier, Musik ist ein Bestandteil, Oliver Onions und Co. Mindestens ein Ohrwurm muss sein. Also wenn ein Bud Spencer und Terence Hill Film, wenn du aus einem Bud Spencer und Terence Hill Film rausgehst und du musst danach nicht die Melodie mitsingen, hat dieser Film was falsch gemacht. Richtig, ja, unterschreibe ich. Manche sind auch hart, ne? Dune Buggy. Habe ich 3 Tage im Kopf gehalten. Boah, nur 3? Boah, nur 3. Ey, Dune Buggy ist Hardcore, ein bisschen brutal. Und das ist noch nicht mal mein Lieblingssong, ne? Aber es ist der brutalste im Kopf. Ja, ja, der gibt's ja auch. Das ist auch der am meisten im Radio läuft. Und wenn der läuft, ich weiß schon ein paar Tage danach, ja, kriegst du eh nicht raus. Nee. Hier in Hamburg habe ich mich mal gefreut. Hier haben sie tatsächlich, als ich hier frisch nach Hamburg gezogen bin, da habe ich dann irgendwie einen Sender gehabt. Ich weiß nicht, welcher es war. Ich glaube, Hamburg 2 war das damals. Die haben immer Flying Through the Air gespielt. Ja, das läuft auf dem Radio. Ja. Mhm. Und das ist wirklich, das ist ein super Song. Das ist ja geil. In dem Film Der goldene Handschuh sitzen die da im goldenen Handschuh an der Theke und da läuft das im Hintergrund. Ja, ja. Ja. Aber es ist krass. Also anscheinend bin ich der Einzige hier, der den, also welchen ich auch total feier, ist hier. Der Fäuste gegen Rio. Rio. Ja, genau. Ja, Rio. Doch, der ist top. So, den zum Beispiel feiere ich halt auch mega. Aber der hat schon so 80er-Flow, aber der ist auch geil, ja. So, Musik, ein wichtiger Bestandteil. Prügeleien. Ja. Ist ein großer Punkt. Ja, meine Damen und Herren, die nächste Stunde ist jetzt vergeben für ein Thema. Ja, aber Prügeleien hat noch diverse Subthemen. Ja, Unterkategorien. Ja. Riccardo Pussetti. Ja. Nee, Moment. Das finde ich, das können wir noch mal als nächsten Cast. Okay, gut. Ja. Aber weil der muss aufs Maul kriegen. Ja. Kann man ihn bei beiden reinpacken? Weil ich finde, der gehört auch zu. Also für eine gute Prügelei, für die besten Prügeleien, ist es wirklich, ich wollte es gar nicht sagen, aber sein Gesicht schreit halt danach, von wegen so, komm, hau einfach rein. Aber ich muss, das machen wir bei Cast. Also Prügeleien. Ja, Prügeleien. Gut. Dampfhammer von oben auf den Kopf. Also Dampfhammer. Der Dampfhammer. Chillen. Ja. Ich habe früher ja ganz wichtig für mich. Und das ist das Wichtigste für mich an den Prügeleien. Sie wären ohne für mich nichts, sind die Sounds. Ja, total. Und diese fetten, völlig unrealistischen Sounds, habe ich mal gesehen, da haben sie mit so einem Brett auf so ein Stück Fleisch gehauen. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Das war mal im Fernsehen.
Also wenn man diese Legende mal rausnimmt mit dem Brett auf ein Stück Fleisch, ja, oder so ein Riesen, ne, dann weiß ich nicht, wie sie es gemacht haben. Wenn das das nicht ist, weiß ich nicht, wo die diese Sounds hergeholt haben. Vor allem dieses Klatschen, ne? Es ist so das ist gut. So es fett ist, ja. und das muss auch drin sein. Ich mag immer, also ich habe immer früher, heute bin ich da nicht mehr, heute habe ich andere, sag ich mal, Lieblingsmomente. Aber früher weiß ich, ich mochte immer die Maschinengewehrschellen oder Maschinengewehr-Situationen. Wenn zum Beispiel alle rennen in ein Haus oder alle stürzen sich auf Fenster drauf und dann gibt's halt, also gibt's diesen Sound einmal richtig wie Maschinengewehr abgefeuert so und dann fliegen sie alle durch die Gegend. Das war für mich, musste mit drin sein, sonst wäre es scheiße gewesen. Also ich mag tatsächlich am liebsten, wenn ihr in so eine Pfeife ankommt und Bud mit der flachen Hand aus dem Frame rausdonnert. Ja, es ist so. Der brutalste Moment aus allen Filmen, und ich liebe den trotzdem, ist zwei wie nicht zu bremsen. Ist das auf dem Schiff schon oder ist das in dem Casino? Da kommt Bud rein und dann irgend so ein Typ sitzt an der Theke und trinkt irgendwie aus dem Glas. Und aus dem Kontext haut er dem vor dem Hinterkopf und der Typ knallt auf die Theke in das Glas rein. Oha. Also der ballert das Glas, dann geht nicht nur der Sound, sondern das Glas fliegt auch auseinander. Und das ist einer von den Henchmen von Sal Borghese, ist es ja in dem Film. Hast du ein Uncut-Version gesehen? Nee, das ist da drin, das ist nur ein bisschen beiläufig. Aber ist der kommt raus, total sauer, ich glaube, das ist letzte halbe Stunde. Ich glaube, das ist auf dem Schiff dieses Roulette-Szenario in dem Schiff drin. Und dann knallt er dem eine und dann haut er auf die Theke. Aber ich find's leider toll. Ich meine, aber da ist auch diese geile Szene, da glaube ich, Terence Hill nimmt dann halt so ein Bierglas und spannt es zwischen die Hosenträger von Sal Borghese und lässt das Ding dann los. Und dann knallt es ihm so auf die Brust. Ja. Ich behaupte, dass der Bremsen, der ist ja von Kobucci, ich meine, woher soll es kommen, wenn du Django gemacht hast? Und das ist das Ding! Dann siehst du, dass ein Sergio Kobucci einen Bud Spencer-Film gemacht hast und du wunderst dich plötzlich gar nicht mehr. Ich meine, Ruggero Deodato, der Regisseur von Cannibal Holocaust. Sein Regieassistent hat gemeint, ey, ich habe von dem das gelernt, ich habe von dem das gelernt. Und alles von Kobucci. Aber alles in Sachen Brutalität habe ich von Kobucci. Ja. Geil. Ja, und Kobucci kann es auch, muss man sagen. Ist ein guter Regisseur. Und Bremsen hat eine Wucht in den Schlägereien. Das hat eine unglaubliche Wucht. Sachen, die kaputt gehen. Sachschäden. Ja, Sachschäden sind ganz wichtig. Ja. Sachschäden sind ganz das wichtig. Ist auch Liebe ist zum Beispiel, wenn die Stühle an Bud Spencers Rücken kaputt machen. Exakt. Und dann, wenn er sich umdreht und du weißt, okay, mein lieber Junge, du kriegst jetzt entweder den Dampfhammer deines Lebens oder die Schelle deines Lebens. Aber das ist halt auch eine klassische Szene. Der Rückenknaller. Ja, ne? Genau. Stuhl, so Tisch, Bank, so irgendwas und auf Bud Spencers Rücken. Der Gipfel ist zwei wie Pech und Schwefel, wo die da sitzen wollen und diesen Berg Würstchen verdrücken. Ja, in dem Restaurant. Und dann kommen ja diese Fieslinge rein von Donald Pleasence und hauen alles kaputt, auch schöner Sachschaden vor allem. Und die beiden einfach weiter, essen ja einfach weiter so. Dann, es geht alles kaputt und die Sounds sind auch geil. Ich habe das Gefühl, bei denen klärt auch das Glas besser. Ganz ehrlich. Es ist so ein Lärm immer. Ich liebe allein nur die Sounds von allem, was kaputt und zu Brei geht. Ob das Backpfeifen sind, Dampfhammer oder Kienhaken. Das ist einfach immer Was ich auch wirklich als Kind und heutzutage immer noch liebe und feiere und wirklich, wo ich mich immer kaputt lachen kann, wenn sie irgendwie eine Gerätschaft in die Hand nehmen, die einen anderen Sound ergibt, beziehungsweise die Bratpfanne. Die Bratpfanne, wollte ich gerade sagen. Die Pfanne. Also irgendwie, wenn sie halt in der Bratpfanne irgendwo einen gegenhauen. Ich meine, bei Dings, bei zwei Asse Trumpfen auf, nimmt er, glaube ich, so einen Kegel oder so. Macht immer so ein Boom. Krokodil und sein Nilpferd. Terence Hill doch war das mal Spencer, der einen probieren lässt? Nee, es war Terence Hill, der in dem Haus von Mama Leone, da werden noch Bohnen gekocht oder so und dann hat Terence Hill doch die Pfanne und lässt den Glatzkopf probieren. Ja, und dann haut er irgendwie vor die Fresse. Ja. Genau, das ist auch so gut. Ja. Schmeckt's? Bam! Ja, also ein Einbeziehen der Umgebung, finde ich, ist wichtig, ne? Ja, also, ja, ich finde tatsächlich, gut, wir haben es jetzt ein paar Mal gesehen, aber wo du die Filme am besten mit auseinanderhalten kannst, ist tatsächlich die Location. Das ist der Film, wo sie in Miami sind. Das ist der Film, da sind sie auf der Insel. Das ist der Film, da sind sie in dem Dorf und so. Ne? Und allein von der Farbgebung her, der natürlichen Farbgebung der Location und des Ortes,
Unterscheidet man die Filme schon auch nach Farben. Also, zwei sind nicht zu bremsen, ist für mich so der bunteste mit Palmen. Dann wäre es schon halt Ort, ne? Das ist noch was. Das noch was bei Stunts. Nein, aber ich kann, Ach so, wir sind genau. Stimmt. Ich mache jetzt mal Ort einfach mit als Punkt. Okay. Schlägerei werden wir wahrscheinlich Stunts, ständig drauf zurückkommen, weil ja, weil immer noch was Stunts, einfällt. Stunts hätte ich definitiv noch mit drin, weil die finde ich nämlich immer Weltklasse. Ey, allein. Da wären wir wieder bei Herrn Pizzotti. Ja. Also Pizzotti? Habe ich das richtig? Ich verwechsel. Ricardo Pizzuti. Pizzuti. Silver Fox. Ja. Silver Pappel. Ey, der macht ja teilweise schon. Zickenbock. Der macht ja schon teilweise echt ein paar wirklich coole Moves, ja, beziehungsweise total krasse Moves, so, wo du halt denkst, ja, okay, das haben sie aber auch schon wirklich aufeinander abgestimmt. Ist ein super geiler Typ. Ich habe keine Ahnung, wie der privat sein soll. Er muss eigentlich ein Arschloch sein. Wahrscheinlich ist das nicht. Nein. Er spielt das. Er ist geil. Das war ein Witz, weil er einfach immer so eine geile Fresse zum Rand. Wenn der reinkommt, das habe ich schon gute Laune. Weil es geht ja auch immer darum, wer kriegt aufs Maul. Ja, ja. Denn die Schlägereien wären nichts wert, wenn die Hackfressen nicht so das verdient hätten. Und Pizzuti hat es immer verdient. Ganz schlimm auch bei zwei wie außer Rand und Band. Dann hat er diesen blauen Anzug, ja, kommt er dann mit seinem Auto. Und er ist auch lustig. Ja, Bud Spencer und Terence Hill dann, diese Gauner, die man ja alle kennt, diese vier Gauner bei Rand und Band am Anfang im Hafen, wo sie die zwingen, das eigene Auto zu zerstören. Das ist so. Und Pizzuti dann mit diesem Vorschlag. Ja, das ist so leicht, so bing. Also er ist auch ein lustiger Typ. Du hast es vorhin oder vor am Anfang der Folge noch gesagt, was so deine Lieblingsszene mit ihm ist. Was ich bis heute am meisten mit ihm feier, ist, das war, glaube ich, war das die rechte und die linke Hand des Teufels mit dem Bohnen am Anfang, wo Bud Spencer am Halleluja. Anfang. Halleluja. Halleluja, sorry. Wo genau. Die alle da am Köcheln sind. Ja, genau. Ja. Und wo er am Ende seinen Jungs einen auf die Fresse haut und so gerade fertig geworden ist und so hinkniet und so lächelt von wegen, ich hab gewonnen. Und dann guckt und sieht von wegen, dass Terence Hill abgehauen ist und du siehst so deinen Blick so von wegen, ist so cool. Also Ricardo Pizzuti muss meiner Ansicht nach, also wenn der dabei ist, ist auf jeden Fall schon mal, richtig großer Plus. Der ist zum Beispiel bei Schwefel nicht dabei, ne? Meine ich. Da ist der nicht drin. Er ist bei einigen unter anderem nicht dabei. Aber er ist öfter, als man denkt. Genau. Weil ich dachte, ist der immer, und dann, ach, da ist er ja doch wieder. Weil Bärenstarke Typ zum Beispiel, da ist er ja gar nicht so einer der Henchmen, die irgendwie mal aufs Maul gehen. Nein, da spielt er eine richtige Rolle. Da spielt er nämlich den richtigen Handlanger von dem K1. Ja. Und das macht er auch gut. Macht er auch gut. Ich muss sagen, ich bin ein riesengroßer Fan von Sal Borghese. Ja, Top-Typ. Weil die Fresse, die Mimik, die der hat, dieses immer dieses, also wirklich, es gibt kaum einen Menschen, der so herrlichen Trottel spielen kann wie Sal Borghese. Ja, es ist richtig. Ja, und egal, ob er jetzt böse ist, wie zum Beispiel bei Zwei sind nicht zu bremsen da, wo er dann ständig da seine Jungs kommandieren muss, die alles falsch machen, oder halt aber auch als Anulu, wirklich, als Anulu finde ich ihn großartig. Ja, also Sal Borghese. Da hat er ja eine richtig große Rolle. Genau. Aber bei Bremsen hat er auch, ist schon so der Mafia-Chef. Bisschen verpeilt immer, der checkt's dann auch nicht so richtig. Wie. Worin hast du denn jetzt reingepackt? Cast ist Sal Borghese, aber er hat nicht in so ganz so vielen, doch 8-mal oder so. Doch, ein paar Mal. Ich guck mal gerade. Aber die prägnantesten, finde ich, sind nicht zu bremsen und zwei Asse trumpfen auf. Da hat er so die größte Rolle. Ne? Ich glaube, der spielt auch einen von den Piraten. Er hat tatsächlich nur 3 mitgemacht. Bei Freibeuter der Meere spielt er nämlich auch. Freibeuter der Meere, 2 sind nicht zu bremsen und 2 Asse trumpfen auf. Ah, okay. Ja. Kurze Frage, wenn wir jetzt gerade ich bring's später nochmal ein. Macht ihr erstmal weiter. Ich hatte jetzt gerade eine Idee, aber kommt vielleicht danach. Also es. Was wollt ihr jetzt? Was wollt ihr jetzt? Wir sind ja gerade bei Cast, ne? Ja. So, und ich habe mich gerade gefragt, ob das Thema Endgegner oder Bösewicht generell, ob das eine Kategorie sein kann. Weil zum Beispiel meine Lieblingsfilme sind halt die immer, wo entweder der Endboss oder dem sein Untertan so prägnant ist. So Wildcat Hendricks oder Don Tango und so weiter. Und hier bei Ormond, hier bei Krokodil und sein Nilpferd. Also die Filme, wo diese Bösewichte dabei sind, die du selber einfach geil findest, sind für mich immer noch geiler. Da sticht aber dann auch das Krokodil und Nilpferd meiner Ansicht nach so ein bisschen raus, weil selten haben sie ja gegen den Oberboss gekämpft. Ne, das wollte ich gerade sagen. Ja, der Oberboss bleibt merkwürdig unangetastet. Aber deswegen sage ich generell, wenn ein prägnanter Bösewicht mit dabei ist. Lass es dann Ormond sein, okay, aber Don Tango zum Beispiel, also sorry, aber ich bin mir sicher, da bin ich der Einzige, der den mega abfeiert.
So, ich habe den von der Folge in einer von bei mir in der Sendung in einer Folge der 25 besten Bösewichte habe ich den bei mir auf Platz 8 getan und ich glaube, das haben sehr sehr viele Leute gefeiert. Als bin ich der Einzige, der Don Tango mega geil findet. So und also ich glaube, dass die Bösewichte schon eine gute Rolle spielen. Vielleicht nicht unbedingt. Kriegen nur oft nicht vors Maul, ne? Die Ober-Ober-Ober-Bösewichter, die werden oft verschont. Also zum Beispiel der Major bei Rechte-Linker, der Fanny Granger, kriegt auch nicht aufs Maul. Richtig. Und Mormon auch nicht, fällt mir gerade ein, ne? Ja, also das sind immer so diese Henchmen, die aufs Maul kriegen. Wobei die bei Krokodil, diese Trio-Truppe ist doch Joe Bugner auch, ne? Ja, Ormond, also der ist so gut. Das sind ein paar Schnauzen, die haben es auch einfach nur verdient. Das ist so gut. Oh. Ja, aber er, weißt du, er ist halt dann einfach auch ein Gegenspieler, ne? Mit dem boxe ich ja, was könnte er dann machen. Und dementsprechend. ich finde auch den Mexikaner lustig bei rechter und linker Hand, der dann da. Ja, der ist auch geil. Und die sich dann die Ohrfeigen ab. Das ist Remo Capitani. Der ist super. Der hat in 5 Filmen mitgespielt. Ja? Ja. Wow. Aber halt dann schon auch bei Gott vergibt, Django Nie, Viel von Ab Maria und Freibeuter der Meere. Also der hat dann bei den. Und Hügel im blutigen Stiefel. Also der Freibeuter der Meere war der letzte, in dem er mit dabei war. Also deswegen, sein berühmtester Auftritt ist eigentlich meiner Ansicht nach die rechte und linke Hand des Teufels. Ja, aber grandios. Und das ist ein großer Auftritt. Ja, so. Ja, ja. Grandios. Also ich würde den jetzt genauso wie, den würde ich mal mit dazu zählen, Remo Capitani, genauso wie Roberto Messina. Das ist ist das dieser mit dem Schnauzbart? Das ist der mit dem Schnauzbart. Der spielt doch auch bei Rand und Band mit, ne? Der ist doch auch da. Das ist der bei Zwei Asse Trumpfen auf, der diesen komischen Kopfhörer, diesen Radiokopfhörer auf hat, weißt du? Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Roberto Messina. Also von mir aus können wir jetzt auch eine halbe Stunde einfach schweigen und uns die Bilder von Bud Spencer Terrace angucken. Guck dir diese Legenden an, ey. Oh, hier bei Krokodilen sein Nilpferd, hier der Muskeltyp, der, der auch dieses Arm, dieses in der Luft Armdrücken macht, der mit der blonden Schmalzlocke, den feiere ich ja auch bis zum geht nicht mehr. Was für ein Unterschied. Das fand ich damals, der gefällt mir übrigens heute besser als damals, Krokodil. Dankeschön. Als ich den im Fernsehen gesehen habe, fand ich den merkwürdig simpel so, dass die, also als Kind, weißt du, da dachte ich so, was ist das denn? Die toben da rum und dann, ich fand den da auf der Story-Ebene so ein bisschen sehr flach. Aber als ich in die Einzelheiten kommen, Ort. Würde ich sagen, Carsten, also und so weiter und so weiter. Also wir haben halt schon, die brauchen schon ihr Team, dem sie aufs Maul hauen können. Mhm. Weil dann haben sie ja hier nicht gehabt, ne? Weil angeblich, weil sie so weit weg gedreht haben. Da wollten sie wahrscheinlich nicht genug Hotelzimmer zahlen. Vielleicht, ja. Wie heißt der? Italo Zingarella? Es war aber auch, sag ich mal, ein bisschen muss man dazu sagen, da wo sie gedreht haben für Krokodil Nilpferd, das war ja auch eine Übergangsphase in dem Land, das war ein bisschen schwierig. Ja, genau. Ah, okay. Apartheid gedöns. Synchro. Ja, Synchro ist auch im Idealfall Danneberg und Hess. Yep. Aber sind es halt auch nicht. Manchmal ist dann Marquis, ne? Ich finde es ein bisschen schade, dass es für Fäuste von Halleluja nicht mit Hess und Danneberg gibt, sondern entweder die alte mit Hartmut Reck dann, aber der ist auch nicht schlecht. Nee, es ist nicht schlecht, aber. Es geht halt noch geiler. Danneberg und Hess dann schon das Ding. Ich meine, Edgar Ott hat ihn auch gesprochen. Ja. Martin Hirte, finde ich, geht auch. Bei Bremsen zum Beispiel ist es Martin Hirte. Ja. Ja, aber die Marquis, finde ich, passt auch schon gut. Ja. Wie wird der geschrieben? Marquis? Mit Q. Q-U-I-S, ne? Genau. Arnold Marquis. Gut, den kannte man halt als John Wayne natürlich, und der hat auch eine geile Stimme. Ich liebe auch Arnold Marquis, so ist es nicht. Aber ich finde es eigentlich schön, dass Danneberg und Hess, das ist dann so eine Symbiose, ist dann auf so eine Art einzigartig, dann muss ich dann nicht noch John Wayne hören. Ne? Aber ich finde Marquis auch gut, ganz klar, passt auch. Ja, Synchro-Studio ist ja natürlich dann Berlin, auch sehr, sehr Berlin, ne? Aber da muss man einmal dazu sagen. Ne? Rainer Brandt hat ja gar nicht so viel Einfluss, wie man denkt, ist mir jetzt aufgefallen. Aber die ersten hat er nicht gemacht. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man erstmal dann eine ganze Zeit lang Brandt gehört hat, dann fällt zwei bärenstarke Typen, zum Beispiel von den Sprüchen und der Synchro,
echt ein Stück ab. Ja, das stimmt. Ja, weil wenn danach dann nämlich Vier Fäuste gegen Rio kommt. Das ist Brand, ne? Das ist Brand. Ja, das und da fährt er auf ohne. Und da wirklich, da sind so geile Sprüche drin. Ich würde auch sagen, nüchtern betrachtet ist Rio besser als bärenstarke Typen. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ich sag's auch. Für mich ist es so ein bisschen Nostalgie, deswegen habe ich so mehr Emotionen für die bärenstarken Typen. Ja. Aber ich habe ja Rio noch mal gesehen bei so einer Retro-Veranstaltung in einem großen Kino mit viel Publikum. Und wie der knallt mit Publikum, Vier Fäuste gegen Rio, das kann man sich nicht vorstellen. Doch, ich saß neben Budgereit und Budgereit meinte, Jörg Budgereit, und er meinte, ey, ich hab, was weiß ich, 15 Jahre kein Bud Spencer und Terence Hill mehr gesehen, was soll denn das jetzt geben? Und dann saßen wir da, Vier Fäuste gegen Rio, ey, wir sind, Schnappatmung hatten wir haben so gelacht. Also, wir lagen am Boden. Ich würde gerne, bevor wir auf die Synchro nochmal, also beziehungsweise nochmal für die Synchro nochmal ein bisschen präzisieren, Prügeleien. Wie viele müssen drin sein? Also wir brauchen die eine Endschlacht. Wir haben die eine Endschlacht, aber ich weiß, das war ein Punkt, den Sean und ich diskutiert haben bei Vier Fäuste gegen Rio. Vier Fäuste gegen Rio hat tatsächlich zwei größere Prügeleien. Nur zwei? That's it. Ja, aber ich habe es nie vermisst tatsächlich. Aber natürlich, wenn wir vom Idealfall reden, großer Endfight. Ja, sowieso. Ja, also das ist das Muss. Ich finde auch relativ am Anfang einer der besten Szenen überhaupt. Müsst ihr echt wieder lachen, hab ich voll vergessen. Super, super. Ich finde auch, dass relativ am Anfang immer ein sehr, sehr guter Fight da sein muss. Einfach, dass du schon direkt siehst, wo, was dich zu erwarten hat. Ich würde sagen, so 4 bis 5 Fights bin ich sehr, sehr glücklich. Ist gar nicht so oft 4 bis 5. Ich würde sagen, bei 2 sind nicht zu bremsen, sind die meisten Schlägereien. Und vielleicht auch bei 2 wie Pech und Schwefel. Also es sind meistens nur 2, ne? Nee, ich glaube im Schnitt sind es 3. Ja. Im Schnitt sind es 3. 2 größere. Bei den Klassikern glaube ich nicht. Ja, also, bei linke Hand und die rechte Hand des Teufels sind doch richtig viele. Die haben halt viele kleine Stammwinkel. Die haben beide immer so einen Saloon und dann den Showdown. Naja gut, wenn du natürlich dieses Schläge gibt es immer mal zwischendurch. Ja, ja, aber das ist, zählt für mich ja schon dazu. Ich wollte gerade sagen. Wenn das für dich dazu zählt, dann auf jeden Fall. Aber so ein großes Setup. Guck mal, am Anfang, bei Vier Fäuste für ein Halleluja. Da hast du am Anfang, wo sie sich alle auf die Schnauze hauen müssen. So. Richtig. Das ist schon mal so die erste kleine Ja, Idee. Genau. Aber das sind ja die Gangster unter sich. Ja, aber das ist ja trotzdem eine Schlägerei. Ja, gut, also in dem Fall würde ich sagen, da habt ihr recht. Wir reden von der Action. Ihr redet vom Actionanteil. Ja. Ja. Weil dieses Klassische, sie kommen rein, die sitzen da alle mit schlechter Laune und du weißt, 3, 2, 1 wird jetzt diese Kulisse abgerissen. Das sind meist immer nur 2, maximal 3. Aber bei den späteren mehr. Ja, aber ich würde sagen, im Schnitt müssen 3 solche Sind aber in den Classics nicht drin. Glaub nicht. Guck mal, zum Beispiel 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Da hast du am Anfang in dieser Bambushütte, da kriegt Pizzuti wieder übelst die Fresse poliert. Ja. Dann schlagen sie am Ende, hauen sie sich gegenseitig aufs Maul. Nee, aber da hast du davor noch eine Prügelei. Es gibt ja schon so eine Endprügelei. Ja, die Endprügelei. Weil das ist aber wieder in der Hütte drin, oder? Das ist wieder in der Hütte drin. In der Hütte, das wiederholt sich so ein bisschen. Genau, und dann kommt ja erst noch ein bisschen was und dann rennen sie ja voneinander weg. Und dann hauen die sich gegenseitig nochmal. Das ist eh sowas, was ich gar nicht so schätze, wenn die sich gegenseitig hauen. Das schätze ich auch bei Superheldenfilmen nicht so. Ich will immer die Guten, die sollen zusammen gegen die Bösen und sie müssen sich nicht noch untereinander hauen. Deswegen hat mir ja meine erste Bud Spencer und Terence Hill Episode anscheinend nicht gefallen. Also Django. Sagen wir mal, im Schnitt 3 Prügeleien. Keine, das wäre die ideale. Für mich wäre das gut. Ja. Ja. Ich wäre mit 4 noch glücklicher, aber ja, von mir aus könnten die sich 30 Minuten lang im Film. Also ich sag mal, ideal. Also ich glaube, die meiste Action ist in 2 wie Pech und Schwefel, 2 sind nicht zu bremsen und vielleicht auch 2 wie Rand und Band. Ich glaube, das sind die absoluten Action-Granaten von denen. Der mit den allgemein. Siedlern, das war doch Das ist linke und die rechte. Ja, da ist doch auch ohne Ende. Ja, ich meine auch. Bei dem ist richtig viel. Da haben sie allein schon das erste Mal, wenn die. Ist auf jeden Fall Saloon. Es ist Saloon, es ist am Anfang, es ist die große Endschlacht. Ja. Es ist, und zwischendurch gibt es noch diese lustige Sache mit dem, wo sich alle aufstellen müssen. Und das erste Mal, wenn diese Banditen in die Siedlung oder beziehungsweise. Das meine ich, wo sie dich aufstellen müssen. Wo hier genau. Mr. Capitani ihm die Schelle gibt. Richtig. Und nichts passiert. Und er gibt ihm die Schelle und er fällt um. Also ich sag mal, ideal wären sind 3 Prügeleien. Ah ja, okay. Ja? Ort. Ich mag tatsächlich die Filme, die echt irgendwo JWD sind. Deswegen, ich bin leider nie der größte Fan von diesen ganzen Filmen, die so Miami-Stadtgebiet
oder so, also wirklich dieses Stadtgebiet, obwohl ich jetzt auch einen wirklich sehr, sehr mag, jetzt weiß ich nicht zu bremsen, ne? Ich finde es schon echt geil, aber ich mag diese Stadtsettings nicht unbedingt. Aber ursprünglich war ja auch das ein Bruch, ne? Weil die waren immer im Exotischen und es gibt eigentlich nur einen meines Wissens, ihr könnt mich berichtigen, der so richtig italienisch ist, zwar wie Pech und Schwefel, ich komme irgendwie oft auf den Film, aber der spielt so richtig in Italien, in Rom, fast wie so ein Politeschi. Obwohl er halt in Madrid gedreht worden ist. Ne? Ist das wahr? Ja. Guck also dir das an. Der ist in Spanien gedreht worden. Das wusste ich nicht. Aha. Für mich war das der total der italienische von allen. Ja, ja. Ne, aber ich verstehe, was du meinst. Mit dieser Schrauber-Garage und sowas. Ich finde das gut, dass sie die Locations mal gewechselt haben. Weil zum Beispiel, mir hat es A geholfen, die Filme noch mal ein bisschen besser zu unterscheiden. Also ich habe bis heute Probleme, die zu unterscheiden. Also die Titel und die Filme, ich muss immer so ein paar Szenen müssen mir gesagt werden, dann weiß ich, welcher Film das ist. So, und obwohl ich die schon 8 Milliarden Mal gesehen habe. Aber ich finde es gut. Ich mag ja persönlich, das Western-Setting am liebsten, weil ich mag Terence Hill einfach ungeduscht und ungewaschen, einfach finde ich ihn am coolsten. So, aber dann halt auch mal dieses schöne Mal in Brasilien und dann ist es halt mal in Amerika und dann ist es mal da. Ich finde es gut, dass es nicht immer am selben Ort ist. Ich finde, das gibt dem nochmal so eine schöne Note. Also es muss Abwechslung sein, ne? Ja, ja. Aber findet ihr nicht, also Western ist nicht eure Nummer 1 bei denen? Im Endeffekt als bester Film definitiv. Aber ich mag es auch, wenn die in der Realität zeitgenössisch auftreten. Finde ich eigentlich auch gut. Ach, ich würde sagen, dass das für mich alles nicht so Prioritäten. Ich schätze die bunte Palette von allem. Ja, ja. Ich stehe auch auf auch die Engel essen Bohnen. Ich finde dieses Es war einmal in Amerika Setting nämlich auch super geil. Okay. Und ich finde auch, dass für einen italienischen Film, der 1973 gedreht wurde, das unglaublich gut aussieht in dem Film. Also es ist denen sehr gut gelungen. Aber vielleicht braucht man ja auch nicht mehr als ja, der, so, ist auch geil. Aber ey, der ist auch geil hier, der Paganini, dieser Killer. Ja, der ist auch super. Und so, Freunde, jetzt haben wir noch einen Punkt vergessen, würde ich sagen. Was denn? Ja. Essen. Oh, Essen, ja. Stimmt, ja. Ja, ganz wichtig. Es ist das, was am verwandtesten ist mit Asterix und Obelix. Ne? Ich wollte es gerade sagen. Oder? Ich wollte gerade sagen, genau wie bei Asterix und Obelix, sind das sind für mich die beiden. In der Zeichentrickwelt gibt es kein Essen, was so gut aussieht wie bei Asterix und Obelix. Ja, ist so, genau. Es war, wo er die beiden Griffe abreißt und dann das ist nämlich die Szene in dem Trimm-Dich-Center, wo er dann nämlich an diesen Dinger sieht. Das ist ein Knaller vom Herrn. Ich habe gehört, dass der Regisseur sich angelegt hätte mit dem Produzenten. Das war nämlich ein anderer Produzent als die davor. Und der war ein bisschen geil. Der wollte nicht so viel Geld raushauen. Und dieser Fondato, der nur diesen gemacht hat, aber später die meisten Drehbücher von den Solofilmen, der hat gesagt, wir brauchen mehr Zeit für die Action-Szenen und wir müssen die Choreografie, die muss richtig sitzen. Und da hatte der Produzent tierisch schlechte Laune, weil die Zeit wollte er nicht aufwenden. Aber es hat sich gelohnt. Weil meiner Meinung nach sind das mit die besten Schlägereien, die hier drin sind. Also dieses mit den Ballons und das Ding in dem Fitnesscenter. Plus noch, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja, und hier, Remy Julienne mit den ganzen Autostunts und so. Ja, ja, ja. Können wir bitte noch mal kurz über das Essen reden? Weil das ist tatsächlich Essen. Es ging um Essen. Wichtiges Thema. Thema Action. So, passt ja auch. Die Essensszenen, wo Bud Spencer und Terence Hill wie Schweine essen, haben mich wirklich geprägt. Weil das eine Kindheitsfantasie von mir war, irgendwann mal im Leben, genau wie die, einfach mal wieder größte Bauer essen zu können. Und ich habe drei Lieblings-Ess-Szenen. Nummer 1 ist ganz klar bei Ormond am Tisch. Krokodilen in Sanierpferd. Ja, also die Essensszene ist für mich ganz klar Platz 1. Mhm. Ist einfach unfassbar. So, dann Platz 2 mit Don Tango in dem Striplokal mit den Bohnen. Wo sind wir jetzt? Bei Rio? Ja, ja. 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 Ist im Striplokal, soll das zwei Portionen, vier Portionen, acht Portionen, wo die diesen riesen. Ja, stimmt, ja. Stimmt. Da, ey, auch da die Sprüche, ne? Das unfassbar. Ist so gut. Unfassbar. Und ich habe bestimmt wieder welche vergessen. Was ich halt auch geil finde, ist, wo die mit ihren Eltern am Tisch sitzen, haben die einen Truthahn oder irgendwas, keine Halleluja. Ahnung. Ja, ja, genau. Mhm. Und die Mutter sagt von wegen, keine Ahnung, lief irgendwie draußen rum, keine Ahnung, was das ist. So, und die
Das ist eh eine geile Szene, weil es ist Halleluja. Wo die essen und sie sagt, oh nee, da kommen jetzt so Typen. Ja, genau. Pizzuti natürlich, glaube ich, wieder. Ja, nee, die am abgezogen Anfang, haben die in der Wüste. Ja. Und dann kommen die da rein und die beiden, sie gucken nicht einmal hoch. Sie essen diesen Truthahn und sie gucken nicht einmal hoch. Und Pizzuti versucht wieder Eindruck zu machen. Ja. Und dann kommt die Mutter von hinten und sagt, jetzt verpisst euch. Die auch super ist. Die sagen nichts und sie gucken nicht hoch. Es ist eine komplette Szene nur zwischen dem Vater und der Mutter. Überhaupt schön, die mal auch einmal im Familienkreis zu sehen, wo die Mutter dann einmal sagt, so Kinder jetzt, oder er, der Vater sagt so Kinder, und dann siehst du diese beiden Kerle da. Ich glaube, die Mutter ist 11 Jahre älter als er. Ich weiß, was ich ausgelassen habe, auch einer meiner Lieblingsszenen. Terence Hill kommt als ausgehungerter Wüstenhund in das Lokal, kriegt eine Portion Bohnen, dann sind die anderen diese Kopfgeldjäger. Genau, die Kopfgeldjäger da und gucken sich Terence Hill an, nehmen das Brot und packen so sein Kinn nach oben und Terence Hill ist die ganze Zeit weiter am Schmattern. Ey, aber das sieht so lecker aus, ne? Es sieht immer unfassbar aus. Also, ich meine, ich glaube, das ist gar nicht so lecker, doch, aber das Essen, was er da hat, mit dem Brot, wie er sich das so reinschaufelt, das macht so einen Appetit. Ja. Ich habe mal mit Lutz van der Horst, weil wir saßen bei uns auf dem Platz und haben überlegt, diese Bohnenpfanne von Bud Spencer, ist das irgendwie ein konkretes Gericht? So, und man kann es googeln, ob das aus dem Film ist, weiß nicht. Aber es gibt ein Gericht, Bohnenpfanne Bud Spencer, Terence Hill. Das haben wir mal nachgekocht, aus Spaß, haben auch eine Story rausgemacht, egal. Und haben uns das reingehauen. Es war natürlich sau lecker, es ist kein Hexenwerk. Aber es gibt dieses Rezept jedenfalls im Internet und viele. Ob das aus dem Film ist, drauf gekackt. Aber es ist einfach natürlich saumäßig lecker. Nicht? Es gibt auch eins von uns. Also es gibt wirklich viele, viele Rezepte. Und ich kann bestätigen, selbst unser Rezept war sehr, sehr, sehr gut. Aber hast du selber mal entworfen oder wie oder was? Ja, also wir haben uns tatsächlich das nochmal genau angeguckt, was so mit Zoom zu gucken, von wegen, okay, ist da Speck drin und so weiter. Ah, okay. So, also die Zwiebeln? Ja, genau. Ein bisschen gräulich manchmal, was die da kochen. Manchmal ist es halt eher rot. Aber wir können es ja abrunden. So, neben Asterix und Obelix in Realfilmen, das leckerste Essen von der Optik her ist einfach bei Bud Spencer und Terence Hill. Und es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weswegen es so viel Spaß gemacht hat. A, das leckere Essen zu sehen. B, zu sehen, wie sie sich wie Schweine verhalten. Und die Comedy immer drumherum. Genau. Bei Halleluja, wo sie in den feinen Dingen da sind. Ja, und halt rülpsen. Oh ja, stimmt. Ja. Ey, es gibt so viele, ja. Ja, und dann halt auch so Sachen, die du siehst das als kleiner Junge, die du dich niemals getraut hättest. Das ist, glaube ich, der Witz. In einem Restaurant, dass die sich wenn so du benennen. Mit deinen Eltern irgendwie essen warst, du hättest dich niemals getraut, sich so zu verhalten. Das ist Kinderhumor. Wenn sich Terence Hill in Krokodil und sein Nilpferd diesen Kaviar-Cocktail da zusammenmixt, so mit Butter, Kaviar, irgendein grünes Zeug, was da noch draufkommt und so, und sich das zusammenrührt und dann runterschluckt so. Der Traum, auch mal einmal so rumzusauen, alles Mögliche zusammenzupacken, was wahrscheinlich niemals zusammen auf einer Karte wäre. Ja. Das war, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor. Ja, auch wieder den Hummer da isst. Ne? Isst der die Scheren dann komplett mit? Die kommen so halb aus dem Mund. Wir haben manchmal, bevor ich es vergesse, wir haben manchmal überlegt, wie hätte eine adäquate Asterix-Verfilmung in den 70ern ausgesehen. Und es sind einfach die Characters, Asterix und Obelix mit Bud Spencer und Terence Hill zu besetzen. Das wäre schon, eigentlich genial gewesen. Das wäre es gewesen. Aber warum, ich weiß nicht, ob Spencer dann wirklich auf sein Vollbart verzichtet hätte. Ne? Das wäre halt so die Sache. Aber keine Ahnung, also irgendwie, das wäre es gewesen. Und auch Lucky Luke mit Terence Hill zu besetzen, das ist es eigentlich auch. Warum jetzt dieser Film so lau war. Ich weiß auch, ich habe Eintritt bezahlt, ich bin ins Kino gegangen, habe mir noch so die Ultimo mitgenommen, Bielefelder Stadt Illustrierte, habe da dann so gesessen und war noch hell, also war noch nicht mal Vorschau. Und dann lese ich da, ach, da ist ja eine Kritik dazu, zu dem Lucky Luke, in dem ich ja gerade saß. Mhm. Und das war echt ein harter Verriss. Und ich nur so, nein. Ich habe gerade bezahlt, ich sitze jetzt hier, jetzt muss ich nicht. Oh, ich glaube, schlechtester Moment, wo du eine Kritik lesen kannst. Ja. Und es ist ja auch wirklich nur knapp über Fernsehfilm, Langeweile, ne? Wir hatten es eh, also Essen, ne? Ich habe jetzt mal mindestens Bohnen. Ja. Bohnen. Fleisch oder Mix aus allem. Irgendwas Hähnchen, Geflügeliges, wo man so, ne? Genau. Aber jetzt, wo ich es gerade noch mal bei Halleluja gesehen habe, und ich finde, das ist tatsächlich auch immer so ein wiederkehrender Punkt, beziehungsweise immer eine wiederkehrende Situation, die beiden müssen irgendwas spielen. Also,
Kartenspielen, Glücksspiel oder sonst irgendwas. Also irgendeine Sportart, irgendeine Disziplin, weißt du? Also abseits der Prügelei. Ja. Irgendwas machen, irgendwas spielen, irgendwas so, in dem sie sich beweisen. Wettkampf, kann man das sagen? Ja, Wettkampf. Vielleicht? Sport kann man es fast überschreiben. Ja, Karten ist ja, Karten ist vielleicht nicht Sport. Ist übrigens immer derselbe Typ, der ihn gedoubelt hat, ne? So ein super Kartenmeister. Hat er alles selber gemacht, Mann. Also, ist immer derselbe Typ und der hat auch die Kartentricks in anderen Filmen. Sagen wir, Brigitte Bardot hat er gedoubelt mit roten Fingernägeln. Ach, das, okay. Sagen wir spielen oder was sagen wir? Wettkampf? Ich weiß nicht. Also, ich finde, Glücksspiel und Wettkampf ist nicht so unbedingt das Gleiche, ne? Ja, das weiß ja, aber es wird immer so, jeder, was gemeint es ist. Es wird immer so ins Absurde gezogen. Das heißt, der Wettkampf besteht, die Situation ist klar und die bringen dann immer diese Anarchie da rein, dass alles auf den Kopf gedreht wird und nach eigenen Regeln läuft. Okay. Manchmal auch physikalisch nach eigenen Regeln, ne? Dann pass auf, dann habe ich jetzt hier noch diesen einfachen, diesen Punkt, Wettkampf oder Glücksspiel. Ich meine ehrlich, die Szenen, wenn sie Karten mischen oder sonst sowas und irgendjemand meint, er hätte einen richtig geilen Trick drauf und dann kommt Terence Hill und macht's halt nochmal. Ich meine, wo war das? In dem einen Film, ich glaube, das war bei zwei, sind nicht zu bremsen, da snickt er ja die Karte um den Typ so. Ja. Also, dass die Karte einfach um den Gegenspieler quasi, um ihn rumfliegt und wieder zurück in diesen Stapel. So, also, so ein geiler Scheiß halt einfach. Und ich glaube auch, dass das geht. Also, ich glaube auch, der Typ, der das gemacht hat, der hat das so, der hat das so drauf. Ja, Der Typ, der das macht, ist irgendwie ein Zauberer, Weltmeister, blablabla, ist auch noch nicht lange tot, aber der wurde ständig dafür gebucht, Leute zu dubeln, die man dann hier abgeschnitten hat und seine Hände dann. Ja. Aber das ist auch eine mit der besten Szenen, ist diese Kartenszene am Tisch bei Halleluja, wie er diese Karten hoch und runter und rechts unfassbar. Und links und alle gucken. Und ich liebe es auch, gerade weil heutige Filme ja oft, nicht immer, auch sehr hektisch voranschreiten müssen. Wir haben Zeit gelassen da. Ja, und das ist so dieses Zeitlassen vom Italo-Western einfach. Das ist von Sergio Leone, das ist von Spiel mir das Lied vom Tod übrig geblieben, ja. Diese Zeitdehnung, dieses, die Szene läuft jetzt in Echtzeit ab, ne? Gut. Ich glaube, ein entscheidender Faktor, den wir auch noch hinzufügen müssen, ist, finde ich, es ist immer wichtig, und ich glaube, das war auch damals für Kinder immer wichtig, irgendeine beschützenswerte Position. Ja, oft arme Leute, Kinder, Ausgebeutete. Genau. Mhm. Also du hast die Siedler, die beschützt werden wollen oder die beschützt werden müssen. Du hast weiß ich nicht, die Werkstatt, die irgendwie, oder weiß ich, die vor der Pleite steht. Das ist oft der Kapitalismus, der das Individuum zerstören will. Und du hast die Schutzpatronen, die dagegen ankämpfen. Genau, bei so Dings, bei Weisen nicht zu bremsen, versuchen sie die ganze Zeit dem Waisenhaus da den Nonnen zu helfen. Genau. Also ich finde, das ist schon ein entscheidender Faktor, dass die sich ja, klar, die wollen sich immer irgendwie auch selbst bereichern, aber letztendlich lassen sie es dann auch irgendwie gut sein. Das gute Herz obsiegt. Genau. Ja, genau. Also dann vielleicht das Materielle Herz, ist am Ende für die doch Herz, nicht so Herz, gutes Herz. Ja. Genau. Ja. Gutes Herz. Meistens das von Terence Hill. Ja. Ja gut. Aber er lässt sich auch gerne überreden dann, ne? Kinder, Alte, Schwache. Randgruppen, kann man das sagen? Da war gerade der Typ, den du eben auch bei auch eine Spitze. Er ist super, ja. Er ist super. Der Schauspieler, den du da ist es, schon, da ist die Szene. Und ich meine den Darsteller, den hattest du eben aufgeschrieben, ne? Ja, den habe ich auch geschrieben. Ja, genau. Der spielt auch nämlich. Das finde ich auch geil, wie er da rein crasht. Ich mag auch. Ich hoffe, den kann ich gleich nochmal hinzufügen. Ich mag auch den blonden Kapitän aus Zwei Asse trumpfen auf, diesen Piratenkapitän. Mit der Augenklappe. Der ist nämlich der bei Zwei sind nicht zu bremsen, der immer diesen Zigarrenstummel irgendwie da hat. Also der taucht auch in sehr vielen Filmen. Pizzuti in seinem blauen Anzug. Wir fahren sie erstmal in die Karre noch rein. Das wäre so eine Szene, wo man heute sagen würde, müssen die da jetzt noch reinfahren, weil das kostet dann auch wieder. Ja, nee, dann, müssen sie. Nee, genau, dann, genau. Aber so heute, da höre ich schon die Produktionsleiter, muss der das Auto kaputt fahren noch? Die können doch auch einfach, weißt du, die können doch auch einfach rückwärts und dann wegfahren. Dann wird das billiger. Ne? So. Und damals, ohne Not, wird das Auto noch kaputt gefahren. Und zwar zwei Autos. Es ist egal. Sie haben das dahin geschafft, damit es kaputt gefahren wird. So, ich finde, ich glaube, damit können wir anfangen, oder? Sehr gute Liste, ja. Ja.
Ich denke mal, das sind mit die Bestandteile, die es ausmachen. Ja. Ja? Ja. Ich hoffe, man kann alles ein bisschen lesen, aber. Stimmt. Ort. Gut, ja. Wir haben die Formel geknackt. Das ist die Formel. Und jetzt brauchen wir nur noch ein. Synchron, ja, synchron. Jetzt brauchen wir nur noch Bud Spencer und Terence Hill. Ja, genau. Ja, gut. Diese, ja, die das ist ja nun. Ja. Gut, das stelle ich jetzt mal hier vorne hin, damit man sich das auch möglichst gut einprägen kann. Gutes Buch hier, das habe ich mir auch schon damals mal geholt. Cinema Klassiker, würde ich sagen. Ey, diese Bücher waren geil. Ich habe noch das von Schwarzenegger und noch ein, zwei andere. Ja, die auch mit einem ikonischen Bild. Das war übrigens das Bild, was ich, was bei mir in, als Spray in meiner Wand war. Ja. Ah. Mhm. Ist das noch Mücke? Das oder ist aber kein konkretes Cover, ne? Hm. Ja, da hinten ist Mücke und dann ist. Ist das der Bomber? Ich glaube, das ist der Bomber. Ja, ne? Nee, das glaube ich nicht. Es ist zumindest nicht eins zu eins. Aber das, ja, okay, aber. Ne, Bomber hat er, da hat er diese Trainingsjacke. Aber das Bild gibt es irgendwo. Ich wüsste nicht. Ich hatte es damals herausgegoogelt als Vorlage für den Sprayer. So, und das ist auf jeden Fall so sein Gesicht mit einer Faust vorne gewesen. Ich wüsste jetzt aber nicht, dass das ein konkreter Film ist. Ich bin mir relativ sicher, ich hatte es ja 3 Jahre an der Wand. Okay. Das kann auch sein. Ihr da draußen, ne? Genau. Ja. Das wisst ihr vielleicht. Genau. Hat die Cinema Casaro gefragt. Kann ja sein. Kann sein. Kann sein. So. Übrigens, schönes T-Shirt, Daniel. Oder? Gefällt mir sehr gut. Ich auch. Gefällt mir auch. Ich finde auch dein T-Shirt ziemlich geil. Ich habe gehört, dass die wurden uns von einem Edelfan geschenkt. Ein Edelfan war bei unserer Veranstaltung in Düsseldorf da und hat uns diese beiden T-Shirts überreicht. Und ich war sehr überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet. Und ich habe mich sehr gefreut. Und es ist wirklich perfekt für diesen Anlass jetzt hier. Richtig. Ja. Deswegen liebe Grüße nochmal und vielen, vielen Dank. So. Muss jemand kurz mal für kleine Königstiger oder ausdrehen? Das könnte man jetzt natürlich kurz mal machen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen einen kleinen Break und melden uns dann mit unseren jeweiligen Top 5 zurück. Ja? Yes. Das wird eine Spannung. So, da sind wir jetzt zurück mit unserem kleinen, aber hoffentlich feinen Bud Spencer und Terence Hill Special. Und wir wollen jetzt mal unsere 5 Favoriten jeweils des heutigen Tages festlegen. Aber bevor wir das machen, haben wir einmal zusammengetragen, was sowohl IMDb als auch Letterboxd, sage ich jetzt mal, sagen. Also, und da seht ihr es, links Letterboxd, rechts IMDb. Und es ist erstaunlich, bei Letterboxd ist es 2 wie Pech und Schwefel, ist der beliebteste Film von denen. Danach kommt erst der Anfang, die rechte und die linke Hand des Teufels, der bei IMDb auf Platz 1 ist. Und da ist aber halt 2 wie Pech und Schwefel auf der 3. 4 Fäuste für ein Halleluja ist jeweils auf der 3, auf der 2, Entschuldigung, 2 wie Pech und Schwefel ist auf der 2. Und 4 Fäuste für ein Halleluja ist jeweils auf der 3. Und dann wird es einfach nur bunt durchgewürfelt. Ja. Ja. Wo zum Beispiel bei IMDb 4 Fäuste gegen Rio, ja, der bleibt da eigentlich relativ stabil. Ach, Hannibal habt ihr mit drin. Ja, gut. Ja, das ist halt der gut. Halt, ne? Freibeuter, finde ich, ist tatsächlich die größte Nulpe darunter. Ich sehe schon. Schade, bei der schönen ganzen Ausstattung und so, ne? Ja, ich sehe schon, meine Top 5 wird sehr, sehr anders sein als das, aber. Ja, ich finde immer wieder erstaunlich, wie einfach nur so kurze Positionen, ne? Krokodil und sein Nilpferd, Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Ist bei Letterboxd ist das Krokodil oben, bei IMDb ist es halt einfach genau umgekehrt, ne? Weil ein Himmelhund auf dem Weg der Hölle, das ist der dritt erfolgreichste, den sie je hatten, ne? Ja. Aber das war auch einfach die Hochphase, Anfang der 70er. Die hatten ja auch 6,4, 6,5 Millionen Besucher und alles. Ey, und das muss man mal sagen, ne? Also, der dritt erfolgreichste von den beiden ist 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle aus dem Jahr 73 mit 6,4 Millionen. Ja. Der zweiterfolgreichste ist die rechte und die linke Hand des Teufels, haben wir schon gesagt, aus 71 mit 7 Millionen. Und der erfolgreichste, und das ist wirklich krass, das ist wirklich krass, das ist aus dem Jahr 72 4 Fäuste für ein Halleluja mit 12,3 Millionen Zuschauern. Naja, der ist bis heute in den Top 10 der deutschen Kinocharts. Darüber sind, glaube ich, nur noch Otto Titanic. Otto? Otto weiß ich noch nicht mal. Otto ist, glaube ich, drunter. Hat, glaube ich, 10, 11. Darüber ist, glaube ich, nur Titanic und Dschungelbuch. Ja, klar, ja, Dschungelbuch. Wenn ihr jetzt so 50er Jahre Trapp-Familie und so. Ja, aber ich glaube, Dschungelbuch ist ja uneinholbar, glaube ich. Ne? Da muss man auch so sagen, Dschungelbuch hat 23 Millionen Zuschauer, aber in 3 Einsätzen. Genau. Genauso wie 2 sind nicht zu bremsen, hat in dem Jahr selbst mehr gehabt als Krieg der Sterne.
Ja. 70. Ja. Aber Krieg der Sterne lief dann dreimal und hat dann mehr auf der Uhr. Ja, als läuft, aber ja. Aber Bremsen lief halt nur einmal, ne? Und hat einfach Star Wars alt aussehen lassen. Das muss man einfach sagen. 1977. 5,2 Millionen. Ja. Ne? Und Star Wars hatte 4,5, glaube ich. Im ersten Anlauf. Ja. Das. So, kommen wir aber dann zu unseren persönlichen Favoriten. Es war nicht leicht. Also bei mir fiel der letzte Platz, der fiel mir besonders schwer. Du bist der Gastgeber, du musst als Letztes. Ich muss als Letztes. Du bist der Höhepunkt. Okay, dann machen wir mal als Erstes Sean. Mhm. Ja? Also, du hast auf deinem letzten Platz. Das klingt so schon falsch. Ja, okay. Fünften. Du hast auf deinem fünften Platz 2 wie Pech und Schwefel. Mhm. Dann hast du das Krokodil und sein Nilpferd. Mhm. Dann hast du 4 Fäuste gegen Rio, mhm. der dir viel bedeutet. Mhm. Das weiß ich selbst. Dann hast du aber tatsächlich auch die beiden Klassiker, die Western. 4 Fäuste für ein Halleluja und die linke und die rechte Hand des Teufels auf jeweils 2 und 1. Ja, finde ich unglaublich gut, alle 5 Filme. Also man muss dazu sagen, ich habe es euch jetzt schon vorher gesagt, für mich, ich habe wirklich, als ich die Liste gestern gemacht habe, schlecht geschlafen über Nacht. Ja, es ist, ja, weil mich hat das echt beschäftigt so. Und dann heute Morgen, als ich hingefahren bin, im Zug gesessen habe, habe ich echt nochmal hin und her überlegt und so weiter. Und dann habe ich ja nochmal meinen 5. Platz ausgetauscht. So, und mir ist bewusst, dass bei mir in meinem Ranking auch Filme dabei sind, zum Beispiel Krokodil und sein Nilpferd, wo jetzt nicht viele den so hoch haben wie ich und auch Rio, den viele nicht so hoch haben wie ich. Aber ich muss ja beurteilen anhand der Filme, die mir am meisten Spaß machen. So, und mir machen von allen Bud Spencer und Terence Hill Kollaborationen bestimmt 10 Filme Spaß. Das sind aber einfach die, die ich am meisten gesehen habe, am liebsten schaue. Und frag mich in einer Woche wieder und du wirst eine andere Liste bekommen. Also Platz 1 und 2 sind schon fest, aber danach wechselt es halt sehr, sehr oft. Ja, soll ich mal mit deinem? Ja, mach ruhig. Du hast auch auf dem 5. Platz 2 wie Pech und Schwefel. Du hast auf dem 4. 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Dann hast du 2 sind nicht zu bremsen, was mich ein bisschen überrascht hat, so, weil ich gedacht habe, das ist nicht so unbedingt der, weiß ich nicht, ich fand den immer mit den Delfinen und so, ich habe immer gedacht, die Leute finden das alles ein bisschen quatschig, ne, wenn dann Ich habe auch überlegt, Terence Hill anfängt mit Delfinen zu reden oder auf Delfinisch zu reden oder so, ne? Und was ich auch finde, was ich auch wirklich merkwürdig finde, die heißen ja beide gleich, die heißen ja beide Firpo. So. Aber im Deutschen, in der deutschen Synchro, kommt das gar nicht so raus, dass die eigentlich richtige Brüder sind oder Halbbrüder sind, mhm. sondern man denkt immer die ganze Zeit, das ist nur ein Trick, den Terence mhm. Hill macht, um Bud Spencer quasi für diese ganze Sache zu gewinnen. Also zumindest ist das jetzt immer noch mein Eindruck und ich habe den gestern gerade frisch nochmal gesehen. Ich finde einfach die Schlägereien sensationell. Reicht. In dem Fall muss ich sagen, das und da Ding am viele. Ende da, boah, und es sind viele. Ey, es sind viel aufs Maul, es sind gute Gags drin. Also auf dem Level bin ich mit dem Film einfach wirklich komplett zufrieden. Er hat so ein bisschen eine Länge, wo Buddy dieses Squash-Spiel macht. Pilota. Das hätte man für mich weglassen können. Ja, das bremst für mich den Film im letzten Drittel aus. Ich finde aber auch, danach, ich finde alles auf dem Schiff, ja, mein aber, lieber Vater, ey. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde aber auch alles um den Fake oder richtigen Vater ist auch lustig. Ist lustig, aber ist meiner Ansicht nach schon fast zu viel. Ja. Dann hätte ich lieber die Pilota-Szene drin. Aber wie er den Vater versucht zu decken, der Vater rennt so weg und wie dann, nee, genau, Terence Hill will verhindern, dass Bud Spencer das umdreht. Und dann kommen auch noch diese 4 Knalltüten an, diese Killer, und wie er die dann so durchohrfeigt. Ja, genau. Mit diesem Staccato ist auch ein bisschen abgespeedet, sieht ein bisschen bescheuert aus. Ah, es sind viele gute. Er hat aber seine Momente, also wirklich, also ich verstehe das. Also ich muss dazu wirklich sagen, also das Problem daran, ein Ranking zu machen, und du kannst das genau kritisieren und so, das, da hast du völlig recht. Die Filme, das haben sie mit Laurel und Hardy gemeinsam. Die zerfallen oft in ihre Einzelteile. Und es gibt Filme, die haben sensationelle Einzelteile und sind als Film nicht so gut. Und andere wiederum haben ein paar gute Einzelteile mehr und dafür vielleicht ein paar schwächere Einzelteile, die man nicht so schätzt. 2 Missionare hatten spektakuläre erste 3/4 Stunde, bricht dann im Hintergrund irgendwie ein. Ich frage mich oft, was mit dem Film passiert ist. Der wirkt für mich zum Beispiel unfertig, 2 Missionare. Da fehlt am Ende was. Vor allem der hat auch diesen komischen Look. Und wenn du, der ist 1:1.85, wenn du bei IMDb guckst, da steht, der ist 1:2.35. Das heißt, das wäre ja breit Cinemascope gedreht. Vielleicht nur den Mittelteil rauskopiert?
im Amazonasgebiet irgendein komisches Kopierwerk gehabt, was da was versaut hat. Denn der Showdown ist ja gar nicht da. Wenn Dino De Laurentiis da massenhaft Komparsen auffährt und Kostüme, und dann passiert da nichts die letzten 10 Minuten, kann ja irgendwas nicht stimmen. Ja. Und ich habe recherchiert ohne Ende, ich habe nichts gefunden. Ich habe das Gefühl, da ist Filmmaterial verloren gegangen. So, und dann, und so sind die Filme manchmal merkwürdig uneinheitlich. Zum Beispiel Halleluja, finde ich, die erste Stunde ist eigentlich das Beste, was sie je gemacht haben. Und die zweite zerplätschert sich im Verhältnis dann da bei den Mönchen. Der Showdown ist super geil mit dieser endlosen Schlägerei. Die Schlägerei ist aber dann wieder bei Pech und Schwefel sind bessere Schlägereien oder bei zwei sind nicht so bremsen. Weißt du, und dann hast du diese ganzen Kabinettstückchen. Lauren und Hardy haben sie am Ende ja genug genommen. Hier kommen, die machen 3 Nummern, der Rest ist irgendein schwachsinniges B-Movie drumherum. Dann waren das schlechte Filme und die haben sich verkauft ohne Ende, weil Laurel und Hardy da einfach noch dann für Lohn und Brot gearbeitet haben. Und hier hat man manchmal den Verdacht so, die lassen die beiden so ein bisschen allein mit dem Ganzen drumherum und es funktioniert trotzdem. Und wir lieben alle Filme. Und das ist diese Chemie zwischen den beiden. Selbst das Unperfekte. Was ich nur sagen will, ist, das macht es schwer, so eine Top 10, so eine Top 5 zu machen. Weil nämlich eine der besten Szenen ist einfach Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Du fängst an mit einem Flugzeug, was ja eigentlich abstürzt. Da brennt der Motor. Und du denkst, ach du Scheiße, was ist denn da los? Und dann geht die Kamera rein und Bud Spencer ist der Pilot, aber statt dass er Ahnung, er ist noch nicht mal desinteressiert. Nein, er liest noch einen Popeye-Comic. Und dann denkst du, das gibt's doch nicht. Die Maschine brennt, er liest einen Comic, dann schneiden sie oben auf Terence Hill und der war am Pennen. Und er wird erstmal wach und sagt, brennt das rechte Ding immer noch. Und, so, und ich muss sagen, so eine Szene, ne? Alter Vater, ey, es gibt gar nicht viel Characters, die sowas überhaupt zustande bringen können, so eine Form von Humor und diese ganze Situation, die du sofort begreifst, weil diese Typen das sind und der scheiß Motor brennt. Ja, und deswegen ist meine Liste irgendwie so ein Kompromiss. Ich hätte auch 2 bärenstarke Typen gerne reingenommen, aus Nostalgiegründen, aber... Naja, aber ich muss halt auch sagen, also du hast dann natürlich auch auf 2 und 1 die 4 Fäuste für ein Halleluja das und halt die rechte und die linke Hand des Teufels. Weil ich finde, rechte und die linke Hand des Teufels ist bei allem, was ich gerade gesagt habe, das Kabinettstückchen, das, der rundeste Film. Der rundeste, ja, das ist es. Der ist nämlich wirklich komplett gelungen. Von Anfang bis Ende einfach 1A. Ja, bei 2 Missionare, ich habe auch wirklich überlegt, weil ich liebe diesen Film. Ich mag den so sehr. Ja. Weil ich habe den auch, also ich musste ja auch entscheiden so, ne? Um dann mal mit meinen mal kurz weiterzumachen. Ich habe dann tatsächlich... Genau, jetzt mach du deine Top 5 mal. Also, ich habe auf Platz 5 2 Asse trumpfen auf. Okay. Hast du den im Kino gesehen damals? Nein. Aber ich mag das mit der blinden, diese blinde Passagiernummer. Ja. Die finde ich super. Ja. Weil da hast du schon mal so einen ganzen Abschnitt, der halt erstmal nur das irgendwie zeigt. Und du denkst dir, okay, was soll das, ja? Ja. Dann kommen sie auf die Insel. Schöne, exotische Location. Dann hast du Anulu und der ganze Stamm Ey. Müssen wir nicht drüber reden. Das sind alles, sag ich mal, Ansichten von Anno dazumal, kannst du heute auseinandernehmen. Dann kommen diese Lederpiraten, ne? Also die würdest du heutzutage die auch nicht. Die verdienen auch hart aufs Maul. Die kriegen hart aufs Maul. Die brauchen und sie kriegen. Und sie kriegen. Ja. Und aber wie sie halt aussehen, ne, als wären sie gerade aus irgendeinem Blue Oyster Bar rausgeholt worden. Ich glaube, das würdest du heutzutage auch nicht mehr machen. Aber dann hast du diese geile Sequenz mit dem Panzer. Wenn sie versuchen, dieses japanische Ding. Und ich mag die Idee. Die Idee, dass da halt ein japanischer Soldat ist, der nicht mitbekommen hat, dass der Krieg vorbei ist. Ja. Der hat übrigens beim American Fighter mitgespielt, ne? Das ist der John Fuki irgendwas. Der spielt von Michael Dudikoff den Lehrmeister. Den, ne? Lehrmeister. Ja. Wollte ich nur sagen, es muss da eine Canon-Reference mit dir rein. Ja, das ist gut. Ist übrigens eine Storyline, die es bei Laurel und Hardy auch schon gab. Ja, aber angeblich auch in Realität habe ich gehört, dass so ein Japaner das dazu. Ja, genau, das basiert auf einer wahren Geschichte. Genau. Weil ja. Laurel und Hardy hatten das 1:1, dass Stan immer noch im Schützengraben vom Ersten Weltkrieg sitzt, ihn 20 Jahre danach und auf irgendwelche Flugzeuge schießt bei Blockheads ist das, glaube ich. Aber ich mag halt, wie gesagt, da sind auf dieser Insel sind schon ein paar schöne Sachen. Und dann die Prügeleien sind halt wirklich cool, weil dann kommen ja noch die Gangster, die Terence Hill am Anfang verfolgen, kommen ja dann auch noch auf die Insel. Und da gibt's halt einfach ist eine Menge los. Und wenn halt hier, ich muss den Namen gleich nochmal raus, oder ich hoffe, das schaffe ich nochmal. Aber wenn er ihm halt dann die Kokosnuss in diese Augenklappe reinhaut, das ist schon geil. Das ist schon geil. Ja. Krokodil und sein Nilpferd. Schön. Ich musste, also wirklich, ich war wirklich, was mache ich? Nehme ich
nehme ich noch zwei, wie zwei sind nicht zu bremsen, weil ich finde, zwei sind nicht zu bremsen, hat geile Schlägereien, hat viele Schlägereien. Wenn Terence Hill den Truck verspielt bei dem Pokerspiel, um die Leute glauben zu machen, dass er nicht spielen kann. Ja, und dann diese Sensationsszene mit Borghese und wenn die dann ihn da rausschmeißen. Er ist auch ein Penner, den müsste er erst rausschmeißen. Mann. Der ist noch so ein Penner, gut. Der da schlägt. Ey, der ist so smart. Und dann machen die wieder direkt so einen dicken. Und dann auch diese Sache, wo sie so tun, als wollen sie sich gegenseitig hauen, aber hauen immer die ganzen anderen. Ja, ja. Und dann dreht der eine sich um und sagt so, hey, Stutenfeger, schlagt ihr euch nun selbst oder haut ihr euch mit uns? Ja. Wieso? Naja. Ach so, willst du was aufs Maul? Ah ja! Bam! Super! Super. Also deswegen, ich war wirklich hart am Kämpfen, weil auch zwei Missionare. Und da gebe ich dir recht, irgendwas fehlt. Und das merkst du meiner Ansicht nach auch. Das kann nicht die Absicht gewesen sein. Du merkst es, du hast ja diese eine Geschichte mit dem Sklavenschiff, was da im Dschungel verschollen ist. Du bist schon kurz auf Django Unchained Spuren eigentlich. Ja, genau. Ja. Und dann lebt ja Terence Hill irgendwann später bei denen und sein Pfarrer hat ja dann auch noch, oder sein Missionar hat ja auch noch mal eine eigene Backstory, die immer nur so komisch angedeutet wird, aber die nie komplett zu Ende erzählt wirkt wird. So wie ein Film, wo eine halbe Stunde fehlt. Ja. Und aber trotzdem, ich liebe diesen Film, allein wegen du dicke kleine Nudel. Fett und blöd, sieht aus wie ein Gorilla nach einem Verkehrsunfall. Nee, und ich habe mich aber dann tatsächlich für Das Krokodil und sein Nilpferd entschieden, weil Das Krokodil und sein Nilpferd ist ein Film, der mich wirklich zum Brüllen vor Lachen bringt. Ja. Von wegen, ey, ich hau dir eine Delle in die Gewürzgurke und so Sachen. Ja. Aber der bringt mich auch jedes Mal zum Weinen. Weil ich das richtig schön finde, wenn sie halt die Tiere am Ende dann da irgendwie. Wie gesagt, ich kann es bestätigen, gefiel mir tatsächlich als Teenie nicht irgendwie. Oder gefiel mir auch, fand ich ein bisschen lame. Jetzt wieder geguckt. Was hatte ich denn für ein Problem? Ja. Hat man manchmal. Der ist auch ein sehr runder Film, finde ich. Und das ist das Ding. Ich finde, der ist auch von Anfang bis Ende rund. Ja. Und der geht auch nur so knapp 93 Minuten. Ja, der hat keine massiven Durchhänger. Nee. Ja. Und dann noch den Song. Growl. Ey, für Tierschutz und sogar auch progressiv, ne? Das muss man ja auch mal sagen, ne? Wie die Afrikaner da dargestellt werden und so weiter. Ja. Das ist ja schon richtig cool. Ja. So, genau. Und also, natürlich Leute, die dringend aufs Maul brauchen. Oh ja, die in dem und die Film aber auch kriegen. Aber die auch kriegen, richtig. Die aber auch brauchen, wenn sie schon nur zur Tür reinkommen. Ja. Und das du denkst, er muss diese Bratpfanne jetzt auch um die Ohren kriegen. Und das legendäre Festmahl, ich liebe diese Szene, wenn der eine hingeht und versucht, diesen Steakknochen irgendwie zu zerbrechen. Ja, wird gebrochen. Ja. Und er kriegt's nicht hin und alle noch so mit am Tisch. Hä? Hä? Das ist so gut. Der wird gebrochen. Ja. Also, Krokodil und sein Nilpferd ist bei mir auf der 4. Bei der Marquis? Nee, war der nicht auf der 3? 4 jetzt? Nee, 4. Also, zwei Asse trumpfen auf. Okay. Zwei Asse trumpfen auf ist 5. Krokodil und sein Nilpferd ist 4. Mhm. Dann hab ich 2 wie Pech und Schwefel. Okay. Ja. Weil das ist mein erster. Okay. Den habe ich gesehen in einem Freiluftkino auf Sylt, als ich noch wirklich sehr, sehr klein war. Aber Dune Buggy, das Würstchen wird so viele Elemente. Und es ist jetzt mal ganz im positiven Sinne, ist das eine Kinderhandlung, die funktioniert bei kleinen Jungs und bei großen auch. Ich bin jetzt nicht so ein Autofan, aber dieses, der hat mir mein Auto weggenommen, kaputt, ich will das neu haben. Es ist ja auch ganz simpel. Aber das ist vielleicht am ehesten noch ein Kinderfilm, weil den einfach jeder rafft. Und das ist auch der erste, den ich mit meiner Tochter geguckt habe. Also ich merkte, dass irgendwas an Bud Spencer immer funktioniert. Ich wollte nur, ich hatte diese Blu-ray gekauft, wahnsinnig teuer, weil die irgendwie out of print war, also 40 Euro oder sowas. Dann wollte ich gucken, ob die auch läuft oder ob das irgendwie so eine Kopie ist. Hab die reingesetzt, hab nur das Menü angeguckt, meine Tochter durchgedreht. Da kam das die ganze Zeit mit den Ballons und das in der Turnhalle. Ja. Ich muss den Film sehen, ich will den Film sehen, ich will den jetzt sehen, ich will den jetzt sehen. Ich so, ich wollte nur gerade einmal reingucken. Ja, und dann habe ich, das ist auch den sie immer sehen will. 2-3 Mal, 4 Mal haben wir den schon zusammen geguckt. Dann das, weil den versteht jedes Kind. Dann die Ritterszene mit dem Motorrad. Das ist top. Mhm. Ja. Mhm. Diese fiesen Rocker, die so ein bisschen dieses Zackelige. Zum Glück ist da ein Ding mehr dran, ne? Gut, aber wie gesagt, es sind immer ein paar aber das ist geil. Diskutable Einflüsse. Du siehst die und du weißt, sie sind böse. Ja. Und sie fahren, ich dachte, sie fahren durch Rom, aber es ist Madrid, sagst du. Ja. Aber dann alle, wie bei The Bronx Warrior, wie bei hier The Riffs, die Riffs kommen die genau, an, ne? Genau. Aber ja, also diese Joust-Szene, sage ich jetzt mal, also dieses Ritter-Ding. Ja, wir sind hier, um euch den neuen Buggy hier zu bringen. Ach so, ja? Ja, wo ist der denn?
wo er es schon so sagt. Ist doch geil. Hier ist doch hier vor euch. Vor euch. Ihr macht es nur schlimmer. Ihr macht es nur schlimmer. Ja. Ihr werdet halt furchtbar aufs Maul kriegen dafür. Die Attentatszene halt, ne? Also mit dem Chor. Ja, 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 la, 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 so ein bisschen Hitchcock-Parodie ist das, ne? Richtig gut. Viel wusste, ne? Und dann halt die Beulereien in der Turnhalle, ja, und halt mit den Ballons. Das, Turnhalle, das, ikonisch. Boah, ey, die Ballonszene ist so brett. Hat er nur gemacht, weil die Halle so wohl zu langweilig war? Ja, oder dieses Restaurant, und hat gesagt, dann machen wir noch Ballons, ist bunter. Ey, und dadurch kriegt sie ja einen eigenen Charme. Ja, ich meine, Spielberg hat's auch gemacht. Ja, ja, bei Indie. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Nanuchen. Ja, dann habe ich, und jetzt wird's halt wahrscheinlich für viele Leute unverständlich. Jetzt kommt 2 und 3? Jetzt kommt 2 und 3. Alter. Nee, jetzt kommt 2 und 1. 2 und 1. 2 und 1. 2 wie Pech und Schwefel, wie gesagt, das war mein erster Bud Spencer und Terrence Hill Film. Ist klar. Und er hat mich wirklich, diese Szenen, ich weiß noch, wie ich da stand, ich durfte da gar nicht hin. Ja. Ja. Ich weiß noch, wie ich da stand, und ich habe mir das alles angeguckt. Ich fand es so faszinierend. Also, wenn du als kleiner Junge irgendwo zugucken darfst, wo du eigentlich weißt, das darfst du gar nicht. Ja, ja, ja. Beziehungsweise deine Eltern wollen nicht wirklich, dass du dabei bist, aber da konnten sie, glaube ich, auch nichts sagen. Als einziger auch fette Autostunts am Anfang. Ja, es war ein Autorennen, aber dafür war ja der Franzose da, und der, also das ist schon. Obwohl sie ja auch Spielzeugbuggy da am Ende verbrennen, ne? Also dieses. Okay, aber das ganze Rennen vorher ist echt. Ja, ja, das Rennen ist echt. Ja. Das ist alles cool. Ja. Platz 2. Ich muss es einfach sagen, weil ich diesen Mikrokosmos so mag, weil ich das Intime an diesem Film so mag und weil er halt wirklich einer der Filme ist, die sich mich durch vielleicht erraten wir. Durch die Musik. Ihr habt ihn schon genannt. Er ist schon hier genannt worden. Also es ist Halleluja oder es ist nicht Halleluja. Es ist nicht Halleluja. Sag noch mal, der durch nicht die Musik? Rechte und die linke Hand? Das ist, wir sind bei Platz 2. Ja. 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 Okay. Das heißt, Halleluja ist nicht bei dir auf der 2? Nein. Das heißt, Halleluja ist bei dir nicht in den Top 5? Nee. Und es war wirklich, das war schwierig. Ich kann es verstehen, weil Halleluja, die erste Stunde ist so viel besser als und die zweite. Und dann wirklich die zweite Stunde, dann leiert er so ein. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Okay, nee, sag noch mal, beschreibe, nicht den Namen nennen. Du hast eben schon die Anfangsszene beschrieben. Und er hat einen Song, der meiner Ansicht nach, der sich so in mein Hirn gebrannt hat, schon als kleiner Junge. Ich mochte diesen Song schon als kleiner Junge. Ich habe ihn eben schon genannt, was ich habe. Wir haben ja diverse Filme. Und er hat einen der meiner Ansicht nach geilsten Sprüche. Bud Spencer sitzt irgendwann mal in der Nacht und muss etwas machen. Und dann wird er gefragt: Ja, zwei Himmel und auf dem Weg zur Hölle. Sie betrunken? Ja, ja, ja. Und er so: Von meinem Pegel können die Bullen Betriebsfest feiern. Ey, das ist ein Spruch, den finde ich bis heute einfach gnadenlos gut. Viele gute Sprüche drin. Und ey, der Film, der lief halt im ZDF, ne? Der lief da ja rauf und runter. Und der war, glaube ich, auch Teil dieses Sommerkinos oder sonst irgendwas. Und dieses Und wenn dann auch hier der alte Mann am Ende schön nicht mehr ankommt, im Flugzeug sitzt und dann noch aus dem Fenster guckt und ich gucke mir noch ein bisschen die Gegend an und sich so freut. Und ey, das ist ein, guck mal her, ich krieg Gänsehaut, ey. Rainer Brandt auf die 12, Rainer Brandt aber auch nicht zu viel. Nicht zu viel. Am schönsten Platz der Erde kann der schönste Junge der Erde ja auch mal seinen Konfirmandenanzug an. Und wie gesagt, ich mag diesen kleinen Mikrokosmos, den sie da befrieden. Und es ist komplett Cinemascope-Fotografie auf der absoluten Spitzenqualitätsebene, weil du hast das Gefühl, du bist wirklich da in diesem Land, da am Amazonas oder wo haben sie das gedreht? Kolumbien, glaube ich, ne? Ja. Und du atmest einfach so, wo man heute sagen würde, das machen wir vor Grün und dann machen wir das alles schön. Jedes Staubkorn. So gut. Ja, also der ganze Dreck, der Schweiß ist wirklich da vor Ort passiert. Und ich finde, die beiden als so Glücksritter, die passen da perfekt rein. Ja, super. Ja, die passen da perfekt rein. Und ich liebe, also wirklich, ich habe diesen Film, den hat mir mein Opa auf VHS aufgenommen und ich habe den rauf und runter geguckt. Ich liebe diesen Film einfach. Ja, das ist das klare Ding ist Sache. Halt bei den Top 10 Filmen, von denen kannst du, also es gibt für jeden Film einen Grund, warum man ihn halt in die Top 5 packen kann. So. Also das ja und dann, bevor du jetzt den ersten sagst. Ja, aber den ersten, das wissen wir doch schon. Das erste ist klar. Ja, trotzdem, dann können wir ja nochmal drüber sprechen. Bevor wir. Troublemaker, es hängt hinten so ein bisschen rüber. Ja, aber da waren sie zu alt. Ich wollte gerade sagen, dass das. Ja, aber guck mal, da hat Terence Hill auch die Regie gemacht. War vielleicht. Nee, das war, glaube ich. Er ist einfach ein. Doch, Terence Hill. Und sein Sohn hat das Drehbuch. Und, ja, genau, der und Sohn Barboni hat parallel noch mal einen gedreht mit. Guck mal, das siehst du doch schon. Die sind. Es war zu spät. Es war einfach zu spät. Ja, das war zu spät. Und ich glaube, sie haben zu viel. Sich gegenseitig da mit ihren Söhnen und Kindern in die Dings. Der Sohn von Spencer war ja Produzent. Mhm. Ja.
Ja. Der sieht aber von der Optik her auch nicht mehr so aus. Nee. Also das ist übrigens Mausezähnchen aus Nobody, spielt er ja auch wieder mit als älterer Typ. Ja. So, sag doch ganz kurz, sprech es nochmal aus, Platz 1 zu Recht ist. Also nur mal, um das letzte Kapitel einmal wenigstens erwähnt zu haben, Troublemaker. Ja. Wobei ich finde den als Film wahrscheinlich immer noch einen Tick besser als Freibeuter der Meere. Ja, da brauchen wir jetzt drüber reden. Weil der einfach scheiße ist. Ja, weil der ja auch nicht verstanden hat, was er da hat. Ja, ja. Nee, genau. Aber ja, auf Platz 1 habe ich natürlich auch die linke und die rechte Hand des Teufels, weil der, wie du es so schon gesagt hast, der ist am rundesten als Western und der war ja der Erste. Ja. Und das war ja auch wirklich einer der, ich wusste, ich habe diesen Film gesehen mit dem Bärtigen und dem Blonden und die haben sich um Auto gezofft. Jetzt haben die einen Western gemacht. Ja. Cool, Bock drauf. So. Ja, genau. Und der war halt wirklich, das ist, ja, einem die Zähne eingehauen, einem die Eier weggeschossen, bla bla bla. Und das war einfach, dann war ich hin und weg so. Also ich finde, der als Startschuss, als sowieso Paradebeispiel, wie es gut funktioniert, mit all diesen Szenen, die drin sind und so weiter, ist der halt echt perfekt so. Und alles danach ist eine Variation, genau. Aber die persönlich, sage ich mal, dann immer eine entscheidende Rolle spielt so. Genau, lieber Daniel. Vielen, vielen Dank, dass Thilo und ich heute bei diesem Thema dabei sein konnten. Definitiv, eine Ehre. Ja, es ist wirklich eine Ehre. Vor allem, wenn du bedenkst, wie lange er das schon plant richtig, und jetzt sitzen wir hier. Genau, genau. Aber ja, also ich glaube, wir alle hatten Redebedarf über dieses Thema und es ist schön, dass wir uns da austauschen können und das hier mit den Zuschauern teilen können etc. Und ich freue mich halt wirklich, ich mag ja unsere Konstellation hier aus offensichtlichen Gründen etc. Deswegen danke, dass wir hier sein durften. Ich danke euch beiden. Ich danke euch da draußen fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir werden noch mal über die Solo-Filme auf jeden Fall. Das könnte noch mal eine extra Folge sein. Ja, genau. Kann man sich die auch noch mal reinpfeifen. Genau. Und wir werden auch bei dir, bei Sean David TV, auch noch mal über eine andere Variation des Ganzen irgendwie sprechen. Und dementsprechend, ja, ich hoffe, wir konnten jetzt mal ein bisschen was von dem einlösen, was wir schon seit Jahren versprochen haben. Und ich hoffe, wir haben fast alles Wesentliche irgendwie auf den Punkt bringen können. Vielen, vielen Dank für die Geduld. Vielen Dank für eure Zeit. Sehr gerne. Wenn ihr was ergänzen könnt, wenn ihr irgendwie Erfahrungen habt, ey, wenn ihr, genau, Anekdoten, haut sie bitte gerne alle raus. Ich möchte alles hören. Ich finde das geil, wenn man so seine persönlichen, weiß ich nicht, kleinen Momente mit den beiden, die vielleicht das Leben bereichert haben, einen Moment oder irgendwie einen Abschnitt im Leben verbessert haben oder sonst irgendwas. Ey, lasst uns alles gerne wissen. Wenn ihr mal sie persönlich getroffen habt, vielleicht auch. Du hattest ja das Glück, wir nicht. Ja, aber ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Reingehauen. Tschüss.